Also, mein Hauptthema, meine Frage ist, ich tue mir immer sehr schwer, mit Menschen umzugehen, die die AfD wählen, die aus dem Mittelstand oder dem, sag ich mal, Niedrigeinkommenssektor kommen, ne, oder aus dem Handwerklichen, denen zu erklären, dass sie eine Partei wählen, die sie fressen möchte. Also wirtschaftlich vor allem gesehen. Ne? Also was wären jetzt zum Beispiel so Widersprüche, die du in den Wahlversprechungen der AfD siehst und in ihrem Abstimmungsverhalten bezüglich der wirtschaftlichen Aspekte? Also den größten Widerspruch, den habe ich beim Mindestlohn gesehen. Also beim Mindestlohn, da sagt die AfD in ihrem Programm ganz offen, sie befürwortet den Mindestlohn, sie fände das gut. Der Mindestlohn sorge vor allem dafür, dass Menschen so viel Lohn bekommen würden, dass sie im Alter nicht in Armut leben würden. Und das ist sehr interessant. Also bin ich schon mal einzeln durchgegangen. In einem anderen Gespräch ist auf meinem Erstkanal, könnt ihr euch gerne ansehen. Und da tut sich ein ganz interessanter Widerspruch auf, denn der Mindestlohn, der aktuell gezahlt wird, der ist, wenn man von 40 Beitragsjahren und einer Vollzeitwoche ausgeht, der ist tatsächlich deutlich zu gering, damit Menschen, wenn sie 40 Jahre lang diesen Lohn gezahlt bekommen würden, damit sie dann im Alter nicht in Armut leben würden. Aktuell bräuchte es da einen Lohn zwischen 14 und 15 Euro. Also Mindestlohn von 14 bis 15 Euro, damit Menschen im Alter nicht in Armut leben müssten. Aber der Was auch Mindestlohn, der gefordert wird von BSW, ne? Glaube ich. Ja, Ja. BSW fordert das. Und die Gewerkschaften haben das letztes Jahr tatsächlich auch schon gefordert in der Mindestlohnkommission. Da hat die Mindestlohnkommission gesagt, also da haben die Gewerkschaften gesagt, so, wir wollen, dass der Mindestlohn auf 14 Euro angehoben wird. Dieser Mindestlohn auf 12 Euro, das war ja ein Wahlversprechen der SPD, da wurde doch gesagt, wir erhöhen die Löhne jetzt, aber diese 12 Euro, die sind ja durch die Inflation jetzt viel, viel weniger wert, als sie eigentlich wert gewesen wären. Das heißt, wir wollen, dass dieser reale Mindestlohn von 12 Euro erhalten bleibt. Und damit der reale Mindestlohn erhalten bleibt, muss man halt an die Inflation anpassen, dann wären wir bei ungefähr 14 Euro. Und Okay. da haben die Arbeitgeber gesagt, nee, das ist viel zu viel. Wir rechnen jetzt mal komplett anders. Wir tun so, als wäre der Mindestlohn nie erhöht worden und rechnen einfach nur die Mindestlohnerhöhung auf die alten Werte an und kommen dann bei 12,41 Euro raus, nicht bei 14 Euro. Ja, Und verstehe, verstehe, verstehe. dreimal darfst du raten, wie die SPD sich entschieden hat. Die SPD hat in der Mindestlohnkommission in Persona von Christiane Schönefeld, das ist eine SPD-Politikerin, sich auf die Seite der Arbeitgeber geschlagen und dafür gesorgt, dass der Mindestlohn auf nur 12,41 Euro erhöht wird. Wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten, ne? Mal Genau. wieder. Und dann hat die Linkspartei im Parlament, das ist jetzt wichtig, um den ganzen Kontext zu verstehen, gesagt, so der Mindestlohn, der sollte auf 14 Euro erhöht werden. Wir finden das, was die Gewerkschaften da gefordert haben, gut und richtig. Ich meine, 14 Euro ist ja real, dann noch die 12 Euro, weil, wie gesagt, die 12 Euro versprochen wurden, bevor es diesen heftigen Preisschock, diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland jetzt gab. Und da hat dann die AfD eine interessante Rede gehalten. Die AfD hat nicht gesagt, wir sind für diese Erhöhung auf 14 Euro. Ich meine, wir sind ja dafür, dass man im Alter nicht in Armut leben sollte. Wir sind für einen vernünftigen Mindestlohn. Sondern die AfD hat gesagt, wir können doch nicht den Mindestlohn politisieren. Wir sollten uns an das halten, was die Mindestlohnkommission beschlossen hat. Und dann hat sie im Bundestag auch dagegen gestimmt. Ach Also so. Gerrit Huy, die hat eine Rede dagegen gehalten. Und das ist sehr interessant. Also die SPD verhindert in der Mindestlohnkommission eine Erhöhung des Mindestlohnes und da tut die AfD so, als wäre das ein neutraler Richterspruch, an dem man sich nun mal halten müsse. Also die AfD tut so, als wäre das eine neutrale Kommission, die sich gar nicht für eine Seite entschieden hätte, Ja, obwohl ja. das Gegenteil passiert ist. Also entweder in der AfD, Alter da sitzen Schwede. Leute, die wirklich keine Ahnung vom Thema haben, die nicht wissen, wie die Erhöhung des Mindestlohnes beschlossen wird, die nicht wissen, wie die Mindestlohnkommission zusammengesetzt ist, die nicht wissen, wie da entschieden wurde. Also dann wären sie einfach nur inkompetent. Doch das glaube ich nicht. Ich glaube, die AfD weiß ganz genau, was da passiert ist. Und eine Neoliberale wie Gerrit Huy, die ist natürlich prinzipiell gegen höhere Löhne, denn wenn man den Arbeitgebern zu hohe Löhne aufbürdet, dann entlassen sie ja alle Arbeiter. Also das ist ja diese alte neoklassische Erzählung, dieses neoklassische Arbeitsmarktmodell. Riesengroßer Schwachsinn, aber ja, da ist Gerrit Warum Huy ist auf das jeden Fall Schwachsinn? dagegen. Ja, Weil diese weil Argumentation habe ich jetzt auch schon gehört bei mir im Chat und du kennst mich ein bisschen, ich kann dagegen nicht argumentieren, weil mir einfach die Fachkenntnis fehlt. Löhne erstmal ein Nachfragefaktor sind. Das heißt, wenn du Löhne erhöhst, dann bedeutet das, dass die Arbeiter mehr Nachfrage haben. Das heißt, wenn sie mehr Produkte nachfragen, dann stellen die Unternehmen mehr Leute ein, nicht weniger. Sie stellen mehr ein. Das heißt, es passiert genau das Gegenteil, was in diesem Modell vorhergesagt wird.
Und in diesem Modell wird gesagt, ja, wenn die Kosten von Arbeit sich im Verhältnis zu Kapital erhöhen, dann rüsten Unternehmen auf Kapital um. Also das ist in der Realität auch so nicht möglich. Also in fast keinem Bereich. Dass wenn du einfach, so wenn Unternehmen erstmal eine Investition getätigt haben, die Arbeiter ersetzt, beispielsweise sich eine Maschine angeschafft haben, dann werden sie, wenn der Lohn wieder ein bisschen sinkt, jetzt nicht sagen, okay, verschrotte ich die Maschine mal und stelle jetzt wieder Arbeiter ein. Nein. Eine Investition, die ist einmal getätigt, wenn Arbeiter einmal wegautomatisiert wurden, dann ist die Automatisierung langfristig effektiver als die Arbeiter. Dann ist das in diesem Bereich so. Da kann man durch niedrigere Löhne diesen Prozess vielleicht verzögern, aber man kann ihn nicht umkehren. Das heißt, diese Substitution in die eine und die andere Richtung, dass die so einfach gehen würde, das ist schon mal ein grundsätzlicher Denkfehler. Du kannst durch niedrige Löhne natürlich diesen Prozess hinauszögern, wo Arbeiter dann durch Maschinen ersetzt werden. Aber du kannst ihn nicht rückabwickeln. Das ist eine völlig alberne Idee. Unternehmen haben erstmal eine Produktionstechnologie und da haben sie einen bestimmten Einsatz von Arbeit und Kapital. Und das, also wie gesagt, wenn du höhere Löhne durchsetzt, dann wird vielleicht schneller automatisiert. Das kann passieren tatsächlich. Aber ja, für den Arbeitnehmer dann natürlich auch nicht so optimal wäre tatsächlich, ne? Aber die verbleibenden Arbeitnehmer haben natürlich dann höhere Löhne und dann natürlich auch dann größere Sicherheit so. Und eine größere Nachfrage. Der Staat muss immer dafür sorgen, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage so hoch bleibt, dass Vollbeschäftigung herrscht. Dann finden die Arbeiter, die dann wegautomatisiert wurden, auch schnell wieder einen Job. Das heißt, es wäre sogar gut fürs Wirtschaftswachstum, diese Automatisierung kombiniert mit einer vernünftigen Wirtschaftspolitik. Und dadurch, dass höhere Löhne zu einer höheren Nachfrage führen, heißt es nicht mal, dass diese Automatisierung insgesamt Arbeitsplätze kosten, sondern die höhere Nachfrage, die wird wahrscheinlich insgesamt mehr Arbeitsplätze schaffen, als sie kosten. Es sei denn, die Produktionseffizienzsteigerung geht schneller als die Nachfrageerhöhung. Angenommen, wir hätten jetzt irgendwelche Maschinen, die dann die Nachfrage viel, viel besser stillen könnten aufgrund von exponentiellem Technologiewachstum. Aber dann ist halt auch wieder die Frage, wozu brauchen wir denn überhaupt sowas, ne? Also so viel Arbeit. Ja, so viele Arbeiter. Eine ganz andere Geschichte. Asmongold hat ja immer so gesagt, hey, es wird irgendwann so sein, dass kein Mensch mehr arbeiten muss, weil wir einfach Technologie zur Verfügung haben, die unsere Bedürfnisse stillen wird. Ja, den Traum hatte tatsächlich schon Keynes vor 100 Jahren. Der hat 1930 oder ja, ungefähr um die Zeit so eine Schrift rausgebracht, hey, so wird die Wirtschaft unserer Urenkel aussehen, die werden nur noch 15 Stunden am Tag arbeiten. Der hat einfach diesen technologischen Fortschritt in die Zukunft fortgeschrieben. Und bis in die 70er Jahre sah es tatsächlich so aus, dass er eventuell sogar recht haben könnte. Die Arbeitszeit ist durchgängig gesunken, die Gewerkschaften haben immer kürzere Arbeitszeiten erkämpft, Produktivität ist auch schnell gestiegen, aber mit Einführung des Neoliberalismus haben die Arbeitszeiten plötzlich zu stagnieren begonnen. Das heißt, die Arbeitszeiten sind seit den 70er Jahren nicht mehr groß gesunken. Und die Armutsschere ist weiter aufgegangen. Frauen mussten jetzt auf einmal auch arbeiten, damit eine Familie durchkommen kann. Die Arbeitszeiten bei Frauen sind gestiegen tatsächlich. Okay. Vielleicht auch so. Auch vielleicht Teil der neoliberalen Kampagne, dass man sagt, die Emanzipierung fordert, dass eine Frau Karriere macht. Ne, und die das vielleicht so ein bisschen unterschwellig antreibt, dass Frauen mehr arbeiten. Wollen so. Ja. Um mit den Männern gleichzuziehen. Ich halte diese ganze neoliberale Geschichte auch tatsächlich für in Kombo mit der Identitätspolitik beziehungsweise mit Intersektionalismus und dritte Welle Feminismus führen. Vielleicht sogar tatsächlich gewollt, um den Kapitalismus vorzupushen, um uns zu trennen, um uns zu atomisieren und um das Volk zu spalten, das gegen diese wirklich schlimmen Geschichten, dass wir so viel arbeiten müssen, so viel, wenig Geld dafür bekommen, dass wir so viel Geld für Energie aufwenden müssen, so viel Geld für Essen aufwenden müssen. Also ich wende 90% meines Einkommens pro Monat für Fixkosten auf beispielsweise. Ich bin absolut im unteren Bereich, ne, des Geldes, dass es halt gewollt ist, um die Bevölkerung so gegeneinander aufzubringen. Ne? Sagt ihr mal das schöne Beispiel, da hocken ein weißer und ein schwarzer Dude, beide haben so Dreadlocks, ne, und der Intersektionalist kommt jetzt her und sagt zu den beiden, ey, habt euch mal nicht mehr lieb, ne, hasst euch mal gegenseitig, weil der ist weiß und hat die gleiche Frisur wie du. Ne, wenn man das Ganze jetzt extrapoliert auf die Gesellschaft, ne, führt es ja de facto einfach zu mehr Spaltung. Dass man sagt, hey, ne, ist doch cool, wenn sich Kulturen irgendwie vermischen, Melting Pot und so, ne? Und dass das tatsächlich gewollt ist, weil im Zuge von, weil Erwin hat mir über die MPS erzählt oder hat ja viel über die MPS gesprochen in Montpellier Society. Im Zuge dessen habe ich mir auch mal so ein bisschen angeschaut, wie der ganze Bums so vernetzt ist. Und da stellt man fest, dass an extrem vielen Universitäten die neoliberale Founding, die Unterstützung bekommen aus neoliberalen Thinktanks oder Funds,
dass genau an diesen Universitäten eben die ganze intersektionale Geschichte gepusht wird. Und dann frage ich mich, ob das vielleicht echt nicht tatsächlich Absicht sein könnte. Ja, progressiver Neoliberalismus. Aber das ist interessant, weil die MPS anspricht, die sitzt tatsächlich in Person von Lars Feld auch in der Mindestlohnkommission. Ach komm. Lars Feld hat natürlich gegen einen Mindestlohn von 14 Euro gestimmt, was erwartet man da, aber die entscheidende Stimme, die kam tatsächlich von Christiane Schönefeld von der SPD. Ja, natürlich. Also, ist jetzt nicht so, dass die MPS die Mindestlohnkommission kontrollieren würde, sondern da sitzt halt mit Lars Feld ein Mann, dann hast du Arbeitgeber, die vertreten ihre Interessen, Gewerkschaften, die vertreten ihre Interessen und dann hast du halt politisch besetzte Stellen, Lars Feld, Christiane Schönefeld und Florian Kern. Florian Kern war für einen Mindestlohn von 14 Euro, Lars Feld war dagegen und Christiane Schönefeld war dann als Vorsitzende die entscheidende Stimme, die gesagt hat, nee, Mindestlohn 14 Euro ist mir zu hoch, ich mache hier traditional SPD-Politik für große Unternehmen. Naja, ja, ja. Aber und die SPD hat diesen politisierten Prozess, SPD sage ich schon, die AfD hat dann im Bundestag diesen politisierten Prozess als unpolitisch dargestellt. Also sie hat erstmal wenn sie nur gegen einen höheren Mindestlohn wäre, der, wie gesagt, was sogar im Widerspruch zu ihrem Parteiprogramm steht, nämlich sie ist für einen Mindestlohn, der so hoch ist, dass die Menschen im Alter nicht in Armut leben müssen. Das wären, wie gesagt, gerade ein Mindestlohn von 14 bis 15 Euro, wahrscheinlich eher noch ein bisschen höher. Aber ja, wenn sie nur dagegen wäre, wäre es das eine. Aber sie verkauft die Wähler auch noch für komplett bescheuert und tut so, als wäre das ein neutraler Prozess, wo Arbeitgeber und Gewerkschaften Kompromiss geschlossen hätten, was nicht der Fall war. Die Gewerkschaften hatten ihre Forderung, die Arbeitgeber ihre. Und die SPD hat sich dann für die Arbeitgeber entschieden. Und das hat die AfD nicht gesagt, sondern sie hat so getan, als wäre das ein unpolitischer Prozess, als hätten wir beispielsweise mit einem neutralen Gerichtsurteil zu tun, was ja de facto nicht der Fall war. Also sie betreibt das heißt, so ein bisschen Wählertäuschung. Das Ding ist ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund in dem Sinne, ne? Dass normalerweise wäre es gegen ihre Interessen gegangen, hätten sie der SPD da richtig schön einen einschenken können, indem sie halt gesagt hätten, ja, ihr habt eure Wähler verarscht, Wahlprogramm steht was anderes, als was ihr gerade da getan habt. Ne? Aber da sie also natürlich den gleichen Bums möchte, hält sie natürlich ihre Schnauze da, ne? Sie hätten da die SPD richtig schön vorführen können und ja. Sie haben es nicht gemacht. Sondern ganz im Gegenteil, was hat die SPD da entschieden, sondern sie hat gesagt, das ist gut und richtig, unpolitischer Prozess, Arbeitgeber und Gewerkschaften sitzen ja da drin, das darf man nicht mehr angreifen, das ist quasi wie ein Gottesurteil. Also das ist komplett albern, so wie die AfD-Abgeordneten dann argumentiert haben danach. Alter, das ist so frech, Agi. Der Mindestlohn sei ein unpolitischer Prozess, der Mindestlohn bestimmt über das Leben von wie viel, 50% der Bevölkerung? Ungefähr? Nee, von der Arbeitnehmerschaft, wenn du den auf 14 Euro erhöhen würdest, dann sind das, glaube ich, ein Drittel, 40% ungefähr. Okay, aber das ist auf jeden Fall ein riesiger, riesiger Anteil, und, ne? Ja, und die ein bisschen mehr verdienen, also wenn du 16 Euro verdienst und der Mindestlohn steigt dann auf 14 Euro, dann wird der Arbeitgeber natürlich versuchen, so einen gewissen Abstand zum Mindestlohn zu wahren. Das heißt, alle, die ein bisschen mehr verdienen, die werden davon auch profitieren. Okay, und da ich das ja richtig verstanden habe, haben wir dadurch auch eine höhere Nachfrage. Die Unternehmen bei uns müssen mehr produzieren, können vielleicht auch mehr investieren, können vielleicht die Forschung ein bisschen vorantreiben in ihrem Sektor. Wäre eigentlich rein technisch nur gut fürs Land. Ja, und das macht man deswegen nicht, weil man möchte, dass die Mindestlöhne niedrig bleiben, damit der Arbeitgeber sich einen höheren Mehrwert abschöpfen kann. Und sehe ich das richtig? Einerseits das und andererseits, dass das deutsche Modell des Lohndumpings weiterhin erfolgreich ist, dass die deutsche Exportindustrie weiterhin so wettbewerbsfähig ist. Ich meine, Deutschland hat ja auf extrem schwaches, beziehungsweise in den ersten 10 Jahren des Euros komplett ausbleibendes Lohnwachstum gesetzt, was dafür gesorgt hat, dass Deutschland wettbewerbsfähiger geworden ist. Also Deutschland hat seine Löhne nicht erhöht, was gegen jede Regel einer Währungsunion verstößt. Wenn man eine Preissteigerung von 2% im Jahr will, dann muss man sich an die goldene Lohnregel halten. Dann muss man die Löhne entsprechend um ungefähr 3% im Jahr steigen lassen. Das hat Deutschland nicht gemacht. Die Reallöhne sind in Deutschland von Anfang der 90er bis Anfang der 2010er überhaupt nicht gestiegen. Und dementsprechend ist die deutsche Exportindustrie immer wettbewerbsfähiger geworden. Die Exportindustrie in Frankreich, Spanien, Griechenland ist immer weiter abgeschmiert. Das heißt, Deutschland hat sich hier Wettbewerbsvorteile ergaunert und dieses Geschäftsmodell, das will die AfD natürlich aufrechterhalten. Zum Schaden der deutschen Arbeiter und zum Schaden unserer Handelspartner in der Eurozone. Die beschimpft man dann als faule Griechen, faule Italiener, die können nicht mit Geld umgehen, obwohl das ja direkte Folge des deutschen Lohndumpings ist, dass dort die Wirtschaft so schlecht läuft. Okay, da fehlen mir natürlich dann kausale Zusammenhänge, genau, warum es zum Beispiel Griechenland kollabiert ist. Das war ja irgendwie vor
10 Jahren, irgendwas die Kiste, habe ich dazu was noch im Hinterkopf, dann, Digga, da war ich 19, da war ich mit ganz anderem Zeug beschäftigt als Politik, Dinge. Ne? Zwei Dinge, mhm. Es war eine Bankenkrise zum einen, die hattest du überall, du hattest, also in Spanien hattest du beispielsweise sogar eine Immobilienblase, in Griechenland hattest du die auch. Und das zweite, es war eine Leistungsbilanzkrise. Die Länder, die haben sich gegenüber dem Ausland immer mehr verschuldet. Sie haben, was auch kein Problem war, die Verschuldung fand vor allem im Privatsektor statt und der Verschuldung des Privatsektors, die ist nicht reguliert. Der Vertrag von Maastricht, der reguliert nur die Staatsverschuldung, der sagt 60% maximal. Und als es dann zur Eurokrise kam, dann wurde private Verschuldung, Verschuldung im Bankensektor massiv in staatliche Verschuldung umgewandelt. Das heißt, die Schulden des griechischen Staates, die explodierten dann plötzlich. Aber diese Schulden, die hatte die griechische Gesamtwirtschaft vorher schon. Also die waren nur bei griechischen Banken oder bei ausländischen Banken sogar vorher. Die hatte nun einfach der griechische Staat. Und das heißt, alle haben plötzlich Alarm gemacht, Hilfe, Griechenland hat so eine hohe Verschuldung. Also die Schulden waren vorher schon da, nur sie waren halt privat und nicht staatlich. Und das staatliche aufgrund der Regelungsänderung dann wurde es dann staatlich, ne? Ja, und da Griechenland halt jetzt schlecht laufende Konjunktur, also sparende Unternehmen, sparende Privathaushalte hatte und hohe Leistungsbilanzendefizite, musste der Staat sich immer weiter verschulden. Der griechische Staat konnte keine Schulden abbauen, aber man hat ihn dann genau dazu gezwungen. Wozu hat das geführt? Ne? Ja. Das heißt, griechische Wirtschaft ist um ein Drittel eingebrochen. Die Staatsschulden sind in Relation zur Wirtschaftsleistung. Also Staatsschulden ungefähr konstant geblieben, Wirtschaftsleistung eingebrochen. Das heißt, die Staatsschulden in Relation zur Wirtschaftsleistung explodieren nochmal. Noch höhere Höhen. Jetzt hat Griechenland eine Staatsverschuldung von 200% der Wirtschaftsleistung. Eine komplett demolierte Wirtschaft, die ist auf dem Stand zum Beitritt. Also Griechenland hatte bis 2009, 2008 höchste Wachstum aller Euro-Staaten. Und danach eine riesige Wirtschaftskrise. Mittlerweile sind... Also ist in 20 Jahren in Griechenland die Wirtschaft überhaupt nicht gewachsen. Die ist 2021 immer noch im Stand von 1999 ungefähr gewesen. Also das ist krass, eine und das alles durch eine Änderung quasi, ne? Ja, ja. Aber vorher war das griechische Wachstum schon nicht nachhaltig, einfach weil Griechenlands Wirtschaft nicht wettbewerbsfähig war, in dem Sinne, dass dort die Löhne zu stark gestiegen sind in Relation zu Deutschland. Wenn in Deutschland und in den Niederlanden und gibt es noch einige andere Kandidaten, wenn dort, also beispielsweise skandinavischen Staaten, wenn dort die Löhne stärker gestiegen wären, dann wäre Griechenland jederzeit wettbewerbsfähig gewesen. Das heißt jetzt einfach, du sagst, die Griechen können nicht mit Geld umgehen, das ist genau das Falsche. Griechen haben ihre Löhne vielleicht sogar etwas zu stark erhöht, bei einem Inflationsziel von 2% hätten sie da mehr aufpassen müssen, aber wer gegen dieses Ziel ganz krass verstoßen hat, das war ein Land wie Deutschland, was seine Löhne überhaupt nicht erhöht hat. Also wenn du, wie gesagt, Inflationsziel von 2% hast, Löhne folgen den Lohnstückkosten, dann brauchst du ein Lohnwachstum von etwa 3% pro Jahr. Also ich verstehe. Also wir haben quasi einfach komplett restliches Europa gefickt dadurch. Ja. Auf gut Deutsch. Heftig. Ich nur, wie gesagt, da haben da noch einige mitgemacht, wie die Niederlande, wie Dänemark, wie ich glaube Schweden auch noch. Also die skandinavischen Staaten, die sich immer halt super solide geben. Also das sind die Staaten, die die Eurozone mehr oder wohl Dänemark und Schweden ist jetzt nochmal, die haben eigene Währung, die kannst du da nicht richtig mit reinzählen, aber diese Währungen, die sind relativ stabil zum Euro, das heißt, der Wettbewerbsvorteile durch das Lohndumping, die haben sie trotzdem. Also ist jetzt alles ein bisschen kompliziert, deswegen nenne ich immer Deutschland und die Niederlande als Beispiel, da ist es relativ eindeutig, hohe Leistungsbilanzüberschüsse, die Löhne müssten steigen in diesen Ländern. Also okay, Deutschland und die Niederlande, die kannst du jetzt immer als beste Beispiele ranziehen. Ich will jetzt nicht verwirren mit Ländern, die zwar auch Lohndumping betreiben, die aber andere Währungen haben. Da ist das nochmal ein bisschen komplizierter zu erklären. Weil die ja theoretisch gäbe es da den Wechselkursmechanismus. Warum der dann im Einzelfall nicht funktioniert, müsste man dann immer erklären. Okay, verstehe. Also man konzentriert sich jetzt erstmal auf die einfachen Beispiele, damit es auch nachvollziehbar bleibt für einen Wirtschaftslein wie mich. mein Chat, ne? Ich habe ja gesehen, bei dir, die Leute im Chat, die sind dann natürlich an Wirtschaft interessiert. Für die kannst du das natürlich fein runterbrechen. Da ist es gar kein Problem. Ich weiß nicht, wie affin die Leute bei mir im Chat mit Wirtschaft sind. Mir egal, ich möchte den Bums jetzt auf jeden Fall erstmal lernen. Wichtig ist jetzt, mir persönlich auch, was sagst denn du, was wären denn die Folgen wirtschaftspolitisch für Deutschland, wenn die AfD in eine Mehrheitsregierung kommen würde? Das ist hochspekulativ, das kann keiner sagen, wäre die kurze Antwort. Ich muss nur mal kurz einwerfen, es ist tatsächlich nur jeder vierte Arbeitnehmer, der weniger als 14 Euro verdient. Also habe gerade nochmal nachgeguckt, gar nicht mal jeder dritte. Ich dachte, das wäre rund ein Drittel, aber es ist ungefähr ein Viertel der Arbeitnehmer, die unter 14 Euro verdienen, was auch schon relativ viel ist. Also das erklärt auch, warum wir so viel Erwerbsarmut in Deutschland haben. Erwerbsarmut ist jetzt quasi Leute, die arbeiten und sind arm. Können.
Ja, also, ja. Haben wir in Amerika ja ganz extrem in den Großstädten. Da haben da Leute teilweise 2, 3 Jobs, ne, und leben trotzdem im Auto. Ja, die Angestellten im Disneyland, das hatte ich im Video bei Imp gesehen, die müssen wirklich reihenweise, also jetzt nicht als kurioses Ausnahmephänomen, sondern reihenweise in ihren Autos schlafen, weil sie keine Wohnung mehr finden, weil die zu teuer sind. Naja, Disneyland hat tatsächlich auch hier ein eigenes Dorf gebaut für Leute, die beim Disneyland wohnen wollen, ne, aber erlaubt seinen Angestellten nicht dort einzuziehen. Ja, die können nicht so viel zahlen. Die haben zu geringes Gehalt. Es gab da im Appalachia hieß das, glaube ich. Das war eine Region in Amerika. Da gab es Kohlebergbau oder auf jeden Fall Bergbau. Ob das jetzt Salz oder Kohle war, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und da war das Ganze noch irrer. Die hatten da Unternehmen, die haben diesen kompletten Bereich wirtschaftlich aufgerüstet. Die haben da ihre Minen hingebaut, ihre Raffinerien für die Rohstoffe, die sie abgebaut haben. Haben komplette Dörfer dort mit Firmensupermärkten, mit Firmenschulen und so weiter aufgebaut. Die haben die Leute dort nicht mit richtigem Geld bezahlt, sondern die haben sie mit Firmendollars bezahlt, die sie dann auch nur in diesen Supermärkten ausgeben konnten und in Läden, die zur Firma gehört haben. Also das ist dann, glaube ich, der absolute Endlevel-Kapitalismus, wo dann so firmeninterne Währung hat. Aber zurück zu das wollen ja einige, die also diese Libertären, die wollen ja, dass jedes Unternehmen seine eigene Währung rausgeben kann. Also das ist ja so maximale Freiheit. Maximale Freiheit dann. Ja. Aber zurück zu deiner Frage. Ja. Die war nämlich, also Gesundheit. Ich hatte ja gesagt, die kann man tatsächlich gar nicht so gut beantworten, wenn die AfD eine Macht bekommen würde. Was würde dann passieren? Aber man hat ja einige Indikationen. Man kann erstmal ins Wahlprogramm schauen und was würde passieren, wenn das in der reinen Lehre umgesetzt würde? Dazu komme ich gleich, da das tatsächlich ein bisschen komplizierter ist, da viele Sachen drin stehen. Aber da komme ich dann auf einen relevanten Punkt. Und dann zum zweiten, wie regieren andere rechte Parteien, wenn sie an der Macht sind? Und in Italien, da haben wir das sehr gut gesehen. Ich meine, ein großes Versprechen war ja da, wir stoppen die illegale Migration. Illegale Migration geht weiter, legale Migration soll erhöht werden. Aber italienische arme Leute, die aus Italien kommen, die werden schlechter behandelt, das Bürgergeld wird gestrichen. Also das ist das Ergebnis der rechten Politik in Italien. Also weder in Bezug auf den Wirtschaftskrieg gegen Russland, noch in Bezug auf Friedenspolitik, noch nicht mal in Bezug auf die illegale Migration, womit sie am meisten Wahlkampf gemacht haben, irgendein Erfolg. Aber dafür werden italienische Bürgergeldempfänger jetzt noch viel schlechter behandelt als vorher schon. Das italienische Bürgergeld, das war auch schon und nicht sonderlich üppig. Das war gerade vorher erst von der 5-Sterne-Lega-Regierung eingeführt worden. Also Italien hat sowieso ein sehr schlecht ausgebautes Sozialsystem und da hatten die 5 Sterne das dann quasi durchgeboxt und das hat die rechte Regierung jetzt sofort wieder einkassiert. Das ist Wahnsinn, ne? Ich meine, da wird halt, das ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie die Bevölkerung wirklich verarscht wird, ne? Also wenn ich das jetzt ganz aus einer Laienperspektive betrachte, klingt es für mich halt so, als würde man Arbeitskraft wollen, als würde man Humankapital wollen. Umso mehr, umso billiger, umso besser. Ne? Das heißt, man bringt illegale Migranten ins Land, man bringt legale Migranten ins Land und man nimmt die arme Bevölkerung und nimmt ihnen so das Fallnetz, sage ich jetzt mal ganz salopp, sodass sie dazu gezwungen werden zu arbeiten, sodass sie dazu gezwungen werden für, was weiß ich, 2 Euro pro Stunde ans Fließband zu gehen. Das sagt ja auch Erwin immer, ne? Ganz kurz, das ist ja auch Erwins Position, warum man sagt, Migrationspolitik kann auch von linker Seite eine Begrenzung fordern, wenn man sagt, man möchte das Lohndumping im eigenen Land verhindern, man möchte verhindern, okay, dann kommen noch Sachen wie Wohnungsnot und so, die eh noch mit am Start sind dazu und so weiter. Aber wie du schon gesagt hast, die illegale Migration wurde nicht gestoppt, ne, die legale Migration wird gefördert. Ne, also da muss man sich halt auch fragen, was sind die Ziele von dieser Regierung? Definitiv. Bei Meloni, da wurde tatsächlich ein Telefonat abgehört, was bei ihr zumindest eine gewisse Naivität zeigt. Sie hat da nämlich gesagt, sie wollte ja die Grenzen schließen, aber mittlerweile sehe sie, dass das alles leider viel komplizierter sei. Also da wird sie mitbekommen haben, dass wenn ich jetzt tatsächlich eine Maßnahme ergreife, die dem westeuropäischen Kapital hier massiv schadet, dann kriege ich Probleme mit meinen Parteispendern. Also lasse ich das lieber. Ich will mich ja mit niemandem anlegen. Aber ich kann wenigstens arme Italiener schlechter behandeln dafür. Also da ist keine mächtige Interessensgruppe, die sich dagegen wehren würde. Ich frage mich, ob die mächtige Interessensgruppe vielleicht da sogar noch was hat springen lassen. Ne? Also ich persönlich sage auch in meinem Stream regelmäßig, dass ich der Meinung bin, dass Lobbyismus, also bezahlter Lobbyismus, ob das jetzt monetär ist oder irgendwelche Sachleistungen
Aktienpakete, Vorstandspositionen, dass es illegal sein sollte. Also, dass wir, weißt du, wir Bürgergeldempfängern kontrollieren wir die Konten in regelmäßigem Abstand, ne? Weil die Geld von uns bekommen. Der Staat gibt den Bürgergeldempfängern Geld. Der Staat gibt aber auch unseren Politikern horrende Summen. Und dass man bei denen nicht kontrolliert, ob sie vielleicht irgendwie am Staat oder am Volk Geld vorbeischleusen. Also wenn ich jetzt eine Parteispende über 100.000 von einem Rüstungsunternehmen bekomme oder 500.000, und sich das ein Politiker einsteckt und dafür dann eher positiv in Sachen Abstimmung für Waffendeals handelt, ne, dann frage ich mich, ob das Ganze noch im Interesse des Volkes passiert oder eher in einem Privatinteresse. Und ich persönlich bin da sogar sehr, sehr hart. Ich sage, wenn das rauskommen sollte in meiner Vorstellung, wenn wir das verbieten würden, ne, wenn wir die Konten der Politiker kontrollieren würden, ne, und einfach nur schauen würden, kommt da Kohle rein, außer von uns, und wir bezahlen sie gut, dann würde ich das unter Landesverrat anzeigen, weil ich mir denke, du handelst nicht mehr im Interesse der Bürger. Ich wäre da sehr hart. Ich weiß, das muss man nicht teilen, diese Meinung, aber das wäre mal sicherlich spannend. Sinnvoll, ob es dann gleich Landesverrat, also man kann es ja einfach verbieten, und ein Politiker, der dann überführt wurde, wenn der ein paar Jahre ins Gefängnis geht, ich glaube, das wäre für die meisten Abschreckung genug, wenn man das einfach, einfach, also Lobbyisten Zugang ins Parlament verbieten und Politikern einfach Annahme von Geldgeschenken verbieten und auch noch Aufnahme von Nebentätigkeiten nach ihrer Politikerlaufbahn. Die dürfen dann vielleicht zurück in ihren alten Beruf, aber alles andere dürfen sie nicht. Dann haben sie halt mal 5 bis 10 Jahre Karenz. Also wie lange man es dann genau macht, muss man sehen. Aber wenn du Kontakte hast, die 10 Jahre alt sind, dann kannst du damit nicht mehr so viel reißen, wie wenn du Kontakte hast, die erst ein paar Wochen alt sind. Also das ist ja wohl selbstverständlich. Das stimmt, ja. Ich würde aber noch ein bisschen einhaken. Also ich verstehe ja auch irgendwo den Grund, dass man sagt, okay, Lobbyisten können ja auch teilweise sinnvoll sein, wenn man sagt, okay, wir haben in einer gewissen Branche momentan, sagen wir jetzt mal die Landwirtschaft, haben wir die und die Probleme, die tragen Lobbyisten oder Vertreter unserer Branche an die Politiker ran. Das finanzielle Interesse dahinter muss weg. Ich sage, Fachkräfte oder Leute, die in diesem Bereich arbeiten, können besser darüber reden, was in diesem Bereich falsch läuft. Das ist so meine Denke dahinter. Ja, der Bundestag, die Bundestagsausschüsse bereiten ja Gesetze vor, die können ja Experten aus den Verbänden konsultieren, die können sich da ja fachlichen Rat holen, das ist ja nicht falsch, das ist sogar sehr sinnvoll, dass man das macht, damit man nicht irgendeinen realitätsfernen Unsinn da beschließt, aber irgendwelche Fachleute in einem geordneten Verfahren zu konsultieren und sich in irgendeinem Hinterzimmer mit einem Lobbyisten zu treffen unter Ausklamüsern, wo man dann später gut bezahlten Posten bekommt. Also das wird man jetzt nicht öffentlich machen. Es gibt tatsächlich einige Parteispender beispielsweise, die sind dann so blöd und sagen, wofür die Parteispende gedacht war. Bei der Berliner CDU gab es da vor kurzem einen Skandal. Aber normalerweise kann man dann ja nur Vermutungen, also wenn jemand die ganze Zeit Politik für die Rüstungsindustrie macht und dann hinterher dann gut bezahlten Posten bekommt, warum hat er das wohl gemacht? Oder wenn jemand dann direkt im Aufsichtsrat schon sitzt während seiner Laufbahn. Also ja, es ist schon ziemlich offene Korruption, sehr häufig, aber du musst in Deutschland wirklich explizit sagen, dass du, keine Ahnung, ich spende jetzt der CDU 800.000 Euro, damit sie vermieterfreundliche Gesetzgebung macht, damit dieser blöde Mietendeckel da wegkommt. Das hat tatsächlich ein CDU-Parteispender gesagt und jetzt droht der CDU eine Strafe. Also weil der so blöd war, das öffentlich zu sagen, nicht weil er die Spende geleistet hat. Also wenn man das alles unausgesprochen gelassen hätte, öffentlich, so, und das einfach hinter verschlossenen Türen ausklamüsert hätte, dann hätte da kein Hahn nachgequält. Aber dadurch, dass das öffentlich gemacht hat, droht der CDU jetzt eine Strafe von 2,5 Millionen Euro. Ja, und man muss auch sagen, das ist halt auch wieder Wasser auf den Mühlen der AfD oder der Rechten. Weil die sagen dann halt ja, ey, lol, unsere Politiker können machen, was sie wollen. Stichwort SPD-Mindestlohngeschichte. Die können machen, was sie wollen. Sie haben keine Konsequenzen zu tragen. Ja, und wenn solche Sachen dann rauskommen, ist es ja sowieso schon mal absolute Vollkatastrophe. Aber die kleinen Sachen, die auch nicht rauskommen, ne, oder die man dann irgendwie rausfindet, ne, also von dieser SPD-Grund Mindestlohngeschichte habe ich auch noch nichts gehört. Ne. Ich kann mir schon vorstellen, dass wegen solchen Geschichten dann auch einfach Leute sagen, ja, bringt doch eh nichts. Ne. Unsere Politiker sind für nichts mehr irgendwie zur Rechenschaft ziehbar. Die können machen, was sie wollen. Sie handeln nicht mehr in unserem Interesse. Ne. Und dann kommen dann so Aussagen wie, die parlamentarische Demokratie wäre hinfällig. Ne. Und da frage ich mich, wieso man da nicht einfach, sag ich mal, ein bisschen gegenfährt politisch. Ja, definitiv. Und man kann sich auch noch anschauen, in welchen Thinktanks die Leute sitzen. Also bei Meloni, wir hatten ja gerade schon über Italien gesprochen, das ist ein sehr interessanter Indikator, was bei einer CDU-AfD-Regierung in Deutschland wohl los wäre.
die war vorher beim Espen-Institut. Und wir haben auch in der AfD einige Leute, die in, also das ist ein transatlantischer Think Tank, setzt sich für die globale Hegemonie der USA ein. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Okay. Und auch in Deutschland, da haben wir einige Leute, die in zwielichtigen Think Tanks waren. Beatrix von Storch und Alice Weidel, die waren vorher bei der Hayek-Gesellschaft. Also wirklich stramm neoliberale Geldfabrik. Merz ist BlackRock. Merz ist BlackRock, ne? Also muss man auch nichts mehr zusagen. Hätten wir hier das, das Finanzkapital an der Macht. Und Rüdiger Lukassen, das ist auch sehr interessant, das ist der verteidigungspolitische Sprecher der AfD, war vorher Vorsitzender der AfD in Nordrhein-Westfalen. Und der ist wunderbar in der Rüstungsindustrie vernetzt. Also das ist einer der lauten Fürsprecher von Militäreinsätzen beispielsweise. Die AfD also hat ja als verteidigungspolitischer Sprecher auch. Mhm. Ja, hat er zufällig Aktien? Wie gesagt, der ist gut in der Rüstungsindustrie vernetzt. Er forderte auch sogar die atomare Bewaffnung Deutschlands. Also das ist lecker. Ja. Es ist Wahnsinn. Also ich frage mich halt jetzt mal aus einer ganz saloppen Perspektive betrachtet, was bringt es den Leuten momentan, den Erdball anzuzünden? Also da wird ja in der Ukraine werden Risiken eingegangen. Da wird ein riesiger Krieg quasi in Kauf genommen für Profite oder für Ideologie. Ich glaube, hatte ich es mit dir da nicht drüber, dass du gemeint hast, ein ideologisch geführter Krieg ist der gefährlichste überhaupt, weil er jeglicher Rationalität entbehrt? Ich glaube, das war Teil des Gesprächs mit dir. Und dann schaue ich mir so an, was in der letzten Zeit so von unseren Politikern erzählt wird. Und ich habe halt auch echt so das Gefühl, die wollen uns aktuell auf einen Landkrieg vorbereiten. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gut sein. Und Lukassen, das ist da einer der übelsten Kriegstreiber. Wir haben ja vor kurzer Zeit auch gesehen, dass die AfD für den Militäreinsatz im Roten Meer gestimmt hat. Also da wird uns ja hier verkauft, also ich meine, so hat die AfD das auch versucht zu verkaufen. Ja, wir machen das ja für den freien Seehandel. Wir hatten ja schon in unserem letzten Gespräch besprochen, dass das absoluter Schwachsinn ist. Deutschland kämpft dort nicht für unseren für den deutschen Seehandel, sondern für den Seehandel anderer Mächte, beispielsweise der USA. Die USA wollen eine neue Front gegen den Iran eröffnen und machen sich so selbst zum Angriffsziel, aber jeder Vasall, der da mitzieht, beispielsweise Großbritannien, macht sich auch zum Angriffsziel. Das heißt, wenn Deutschland die Houthis zu sehr provoziert, dann sehen die deutschen Schiffe vielleicht auch als Angriffsziel. Aktuell ist das noch nicht so. Aber wenn Deutschland da weiter provoziert, wenn Deutschland sich da weiter in diesen Krieg hineinziehen lässt, ja, dann könnten auch deutsche Schiffe da ins Visier geraten. Das heißt, Deutschland macht sich hier für US-Interessen, für eine gefährliche Eskalation in der Region, an der Deutschland kein Interesse haben kann, zur Zielscheibe für die USA. Und die AfD stimmt zu. Und auch das Einsatzgebiet dieses Einsatzes, das ist reicht bis vor die iranische Küste. Das ist nicht nur im Roten Meer. Obwohl es geografisch sinnlos ist, dass es so weit reicht, hattest du mir auch letztes Mal schon erklärt, ne? Ja. Völlig sinnlos. Also, wie gesagt, das kann man sich nur so erklären, dass man da eventuell noch mehr plant. Oder vielleicht ja, oder dass man Kapitalsoziales bei Amerika sich irgendwie erwirtschaften möchte. Ich weiß es nicht. Oder dass man vielleicht so diese Froschkoch-Methode macht, dass Amerika sagt, hey, wir bräuchten euch da unten, wir wollen unsere Kapazitäten dort verringern, könnt ihr langsam eure Kapazitäten da erhöhen? Ne, für uns, ich weiß es nicht. Ja, nicht mal verringern. Also die USA hatten ja angefangen, die Houthis zu bombardieren und da haben die Houthis dann plötzlich gesagt, okay, jetzt greifen wir nicht nur israelische, sondern auch noch amerikanische, britische Schiffe an. Und dann sind plötzlich die Versicherungsprämien für amerikanische und britische Schiffe nach oben geschossen. Da mussten amerikanische und britische Schiffgesellschaften plötzlich um das Kap der Guten Hoffnung rumfahren und konnten nicht mehr durch den Suezkanal, wodurch Containertransporte in die USA nach Großbritannien enorm teurer geworden sind. Das heißt, die haben sich damit selbst ins eigene Bein geschossen. Also so ein Luftkrieg, der ändert an der Machtstellung der Houthis in jedem eher nichts. Der wird diese Position eher noch stärken. Wenn du dich gegen den äußeren Feind verteidigst und als entschiedenster Verteidiger deines Landes auftrittst, dann stärkst du deine Stellung, die sowieso schon sehr gefestigt ist. Nochmal, die Houthis kontrollieren dort sowieso Gebiete, die in den 3/4 der jemenitischen Bevölkerung leben. Saudi-Arabien, hatte ich alles schon letztes Mal erzählt, versucht da seit Jahren mit einem wirklich brutalen Blockade, mit einem brutalen Luftkrieg die Houthis zu besiegen. Es hat nicht funktioniert. 400.000 Tote, es hat nicht funktioniert. Ja. Saudi-Arabien hat das mittlerweile schon eingesehen. Dieser Krieg war am Auslaufen und jetzt eskalieren die USA und Großbritannien da. Wahrscheinlich nur, weil sie irgendwo eine Front gegen den Iran eröffnen wollen. Nicht, weil sie jetzt da konkrete Erfolge erhoffen. Dass sie die Houthis nicht besiegen können, das wissen sie. Und jetzt wollen sie möglichst viele dämliche Vasallen, die sich da noch mit einmischen wollen, heranziehen, damit die
Länder, die dann eventuell eine Front bereit wäre, gegen den Iran zu eröffnen, möglichst breit ist. Also, dass da möglichst viele Länder dabei wären. Die AfD war der Iran nicht sogar Teil von dieser Allianz von Russland? Weil es gab noch so ein paar bestimmte Länder, ich bin ja so. Ja, Iran ist mit Russland verbündet. Also mal abgesehen davon, wie würden, also wenn das, was einige verrückte US-Neokons da fordern, nämlich das iranische Regime zu beseitigen, wie würden sich dann China und Russland verhalten? Ja, aggressiv natürlich. Also. Gehe ich mal stark davon aus, oder? Die werden kein neues US-Marionettenregime da in Teheran dulden. Also sie haben das in Libyen geduldet, sie haben das im Irak geduldet, sie haben so häufig zugesehen, wo die USA da befreundete Regierungen beseitigt haben, dass sie das jetzt im Iran, also in diesem geostrategisch sehr wichtigen Land, einfach so passieren lassen würden, ohne eigene Aktionen, ist zumindest mal unwahrscheinlich. Ja, die würden da einen Teufel tun, das ist schon richtig. Das ist Wahnsinn, was momentan auf der Welt passiert, ey. Ja, und die AfD stimmt für Eskalation, das kann man nicht häufig genug betonen. Ich meine, sie hätten diesen Einsatz abhalten können, diesen Einsatz ablehnen können. AfD-Chef Pala hat sogar in einer Rede ein paar Tage nach dieser Abstimmung erzählt, warum es denn so schlecht sei, dass Deutschland sich da an der Eskalation beteilige und so weiter und so fort, kurz nachdem er selber zugestimmt hat. Also das ist... Ich habe einen Krupala noch keine drei geraden Sätze sprechen hören am Stück, ne? Es ist wirklich schwierig. Ja, ohne Scheiß. Ich meine, die AfD ist halt, egal was sie sagt, egal was sie tut, ich habe halt immer das Gefühl, dass sie immer das Gegenteil von dem tut, was sie behauptet, tun zu werden, mein Deutsch, schwierig, und dass halt sie die Ängste und das Leid der Bevölkerung ausnutzt. Und da mache ich mir halt richtig fett Sorgen. Also ich nehme ja nicht den Ansatz, den hier irgendwelche Wokies gehen und sagen, ja, du AfD-Wähler sind alles Nazis, mit denen muss man nicht reden. Ne? Ich denke mir halt, die sind arme Menschen, die von der Bevölkerung verarscht wurden, die halt eine scheiß Lebensperspektive haben, die momentan wie die Ratten von Hameln, ne, mit der Flöte AfD. Kein guter Vergleich. Also die Wähler sind keine naiven Kinder. Also das ist kein guter Vergleich. Meinst du, ja? Ja, ich glaube schon, dass die Wähler einfach die Schnauze voll haben. Und was ärgert die Altparteien am meisten? Also mit meiner Stimme was zum Positiven ändern, kriege ich vielleicht nicht. Also die Regierung ist aktuell so schlecht, was kann die AfD da noch schlechter machen? Also ich würde da nicht sagen, dass die Wähler so naiv sind. Sie sind einfach desillusioniert. Verstehe. Und viele haben sicherlich auch eine nationalistische Einstellung. Also das ist ja nichts Ungewöhnliches. Du hast in jedem Land eine starke rechte Partei. Die CDU hat diese Rolle nicht mehr gespielt. Also du wirst auch noch in Zukunft eine starke AfD haben. Nur was wird dir da neben diesem Nationalismus, beispielsweise an Neoliberalismus, an Kriegstreiberei, an US-Vasallenschaft noch mitverkauft? Darauf sollte man dann schauen. Aber dass es eine nationalistische Partei gibt, daran werden wir, glaube ich, auch nichts ändern. Und das ist ja auch nicht schlimm. Ja. Also, ich wollte gerade sagen, nationalistisch an sich ist ja erstmal nicht wirklich schlimm. Ne? Legitimer Teil des politischen Spektrums. Der Faschismus, ja. Genau, der Faschismus wird dann problematisch. Ja, müsste und der auch ist ja eine lernen, ne? Also das ja, genau, sollte man genau. Da fehlen ein paar Kernaspekte, ja. Sehr, sehr schwierig. Ich hatte gerade noch einen Gedanken gefasst. Das Problem ist ja, wie du schon gesagt hast, nicht der Nationalismus, sondern der komplette Neoliberalismus und alles, was noch mit außenrum passiert, was ja einfach gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung wäre. Wir hatten jetzt den Mindestlohn angesprochen. Siehst du noch irgendwelche wirtschaftspolitischen Geschichten, wo die AfD gegen ihre Wähler vor allem im Mittelstand und im unteren Sektor arbeiten würde? Wie gesagt, ich hatte vorhin schon das Europaprogramm genannt. Beziehungsweise ich hatte es noch nicht angesprochen, ich wollte es ansprechen, weil das der andere Punkt war. Wenn die AfD wirklich diesen Plan des Euro-Austritts, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube nicht, dass die AfD selbst, wenn sie einen Kanzler stellen sollte, aus dem Euro austreten wird. Halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber sollte sie das wirklich so, wie es im Parteiprogramm steht, machen? Also sie tritt aus dem Euro aus, der Wechselkurs der D-Mark wert deutlich auf, gleichzeitig setzt der Staat auf Sparpolitik, dann hätten wir hier eine schwere Wirtschaftskrise, die das, was wir gerade erleben, in den Schatten stellen würde. Das klingt nach Griechenland. So vom Ding her, oder? Ja, unsere Exportindustrie wäre tot. Also die deutsche Wirtschaft, die ist enorm exportabhängig. Das ist ein großes Problem, dass wir so einseitig abhängig vom Export sind. Wir sollten unseren Binnenmarkt aufbauen, aber das geht nicht über Nacht. Man kann nicht sagen, wir treten aus dem Euro aus, lassen dann unsere Währung 30% aufwerten und Halleluja, dann haben wir Binnenmarkt. Nein, man muss langsam die Löhne steigen lassen, man muss langsam diese Lücke, die sich zu anderen europäischen Staaten aufgetan hat, die muss man langsam schließen. Deutschland, das ist ein Prozess, den muss man über Jahre hinziehen. Man kann nicht von heute auf morgen sagen, wir erhöhen die Löhne hier um 30% oder wir werten unsere Währung um 30% auf. Für Unternehmen wäre das dasselbe. Also die Kosten erhöhen sich halt in der kurzen Zeit, um diesen
um diesen Betrag und dementsprechend, oder beziehungsweise die Unternehmen werden um diesen Faktor im Ausland weniger wettbewerbsfähig. Das heißt, wir hätten riesige Exportkapazitäten, die plötzlich nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Also wie gesagt, man muss den Binnenmarkt stärken, aber das geht nicht, indem man über Nacht eine eigene Währung einführt und die dann so stark aufwerten lässt. Und dann, das wäre dann das Problem, auf Sparpolitik setzt. Also sagen wir mal, der deutsche Leistungsbilanzüberschuss, der wäre innerhalb eines Jahres weg durch so eine Währungsaufwertung. Dann hätten wir sparende Unternehmen, wir hätten sparende Privathaushalte, wir hätten ein Ausland, was nicht mehr die Position des Nettoschuldners hätte. Das heißt, der Staat wäre in der Verpflichtung, jetzt Schulden zu machen. Wenn der Staat dann sagt, nee, mache ich nicht, ich habe hier eine neoliberale Ideologie, ich setze auf Sparpolitik, ich setze auf Laissez-faire, also die Privatwirtschaft, die soll sich mal entwickeln, wenn der Staat spart, funktioniert das schon. Kein Geld mehr fließen, ne? Dann haben wir eine schwere Wirtschaftskrise. Also die AfD, also wie gesagt, erstmal wird die AfD nicht aus dem Euro austreten, halte ich für extrem unwahrscheinlich. Und zweitens, sollte sie das durchziehen, dann wird sie massiv Schulden machen müssen. Also entweder die Leute, die dieses Wirtschaftsprogramm geschrieben haben, die sind wirklich so naiv, so uninformiert, dass sie all diese Zusammenhänge, die ich gerade kurz umrissen habe, nicht bedenken, oder sie halten die Wähler für, also sie denken, dass die Wähler sich das nicht durchlesen, nicht durchdenken werden, und das mag gut sein, denn welcher Wähler schaut sich genau an, was schreibt die AfD jetzt zum Euro-Austritt? Die meisten Wähler sehen eine Eurozone, so wie sie gerade läuft, funktioniert irgendwie nicht. Haben sie auch völlig recht mit dieser Ansicht, die Eurozone ist eine Fehlkonstruktion, die hätte man in der Form niemals gründen sollen. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn die Nationalstaaten ihre nationale Währung behalten hätten oder man die Eurozone anders konzipiert hätte. Also so, das ist eine Fehlkonstruktion, aber einfach sagen, so, wir führen die D-Mark wieder ein und dann schauen wir mal, was passiert, vor allem mit freien Wechselkursen und allem, das würde ein riesiges Chaos auslösen. Also das wäre. Warum hältst du das für eine Fehlkonstruktion in die Eurozone? Also wie gesagt, ich bin da ja gar nicht drin. Weil die Lohnpolitik nicht harmonisiert ist. Also einige Staaten wie Griechenland, die hatten stärker steigende Löhne, andere Staaten wie Deutschland, die hatten keine steigenden Löhne. Das heißt, Deutschland gewinnt an Wettbewerbsfähigkeit, Griechenland verliert an Wettbewerbsfähigkeit und irgendwann hast du dann aufgrund der immer höheren Leistungsbilanz Defizite in Griechenland dort eine Schuldenkrise und in Deutschland, da hast du einen schwächelnden Binnenmarkt und immer höhere Nettovermögen. Das heißt, die Deutschen, die müssen irgendwann ein Geld an Griechenland zahlen. Also du hast diese Transferunion. Also das führt wie gesagt, es ist eine Fehlkonstruktion, weil man sich erstmal die Lüge erzählt hat, ja, wir können das ohne gemeinsamen Transfermechanismus machen. Das funktioniert nicht, wenn du die Lohnpolitik nicht harmonisierst. Oder, und zweitens gesagt hast, aber wir wollen nicht, dass irgendein Land aus dem Euro austritt. Ja, aber wenn ein Land so hohe Schulden hat, dann muss eigentlich die Währung in diesem Land abwerten. Also dass man nicht einfach sagen kann, wir frieren da die Löhne einfach ein und setzen auf Sparpolitik, dass das in einer absoluten Katastrophe endet, hat man in Griechenland gesehen. Da wäre ein Austritt aus dem Euro für Griechenland 2010 wahrscheinlich deutlich, deutlich besser gewesen. Da würde es diesem Land heute wesentlich besser gehen, als es aktuell der Fall ist. Okay, verstehe. Und die Währung abzuwerten wäre deswegen ein Grund, also eine gute Maßnahme, um die Schulden zu reduzieren, weil hat man dann quasi so diese Geschichte wie damals bei der Hyperinflation in Deutschland, dass man gesagt hat, ja, ich habe 100.000 Euro Mark Schulden auf mein Haus. Dadurch, dass die Währung jetzt schwächer ist, kann ich die einfach quasi aus der Hosentasche zahlen? Oder? Also vom Prinzip her jetzt für mich ganz blöd gesagt, oder? Also du hast Euro-Schulden und die D-Mark ist stärker und dadurch kannst du die Schulden, ja, das würde stimmen. Okay, verstehe. Ich versuche in meinem Kopf, mir die ganzen Brücken zu bauen. Weil du haust mit sehr, sehr viel Fachbegriffen um dich und für einen Wirtschaftsleihen ist es natürlich schwer, das nachzuvollziehen. Aber okay, ja, ich verstehe. Das heißt, deiner Ansicht nach müsste man die Lohnentwicklung in den Ländern aneinander anpassen, dass nicht ein Land hinter dem anderen zurückbleibt, wenn alle Länder die gleiche Währung haben. Ja, wenn das gewollt ist. Das ist eine enorme Einschränkung der nationalen Wirtschaftspolitik, aber das muss einem klar sein, wenn man eine Währungsunion machen will, dann bedeutet das halt auch, dass man ein gutes Stück gemeinsame Wirtschaftspolitik machen muss. Also dann bedeutet das eine Aufgabe der nationalen Souveränität. Das ist einfach so. Oder man macht keine Währungsunion. Das wäre die andere. Das klingt irgendwie wie eine Gruppenarbeit, wo einer den drei anderen sagt, ihr macht es schon und der eine lehnt sich zurück. Jetzt mal ganz doof gesagt. Ne? Ja, und man hat sich dann noch selbst belogen und so getan, ach, wirtschaftspolitisch ändert sich doch gar nichts. Wir haben doch hier Regeln, die völlig unpassend waren. Du kannst nicht einfach die Staatsverschuldung auf einen absoluten Betrag zur Wirtschaftsleistung grenzen. Das ist sowieso Unsinn. Also welche Idiotie das war, das sieht man ja jetzt, wo fast alle Länder gegen diese Regel verstoßen. Zum einen anderen kannst du nicht sagen, ein Land darf nur 3% des Bruttoinlandsproduktes insgesamt an Schulden machen. Das ist spätestens in der ersten Wirtschaftskrise passé. Und bei Defizitländern ist sowas sowieso passé. Also das verbietet den Staaten eine rationale Wirtschaftspolitik, die dafür sorgt, dass die Wirtschaft nicht schrumpft. Und das ist auch ein Grund, warum die Wirtschaft in der Eurozone so viel schlechter gelaufen ist in den letzten 20 Jahren als in den Vereinigten Staaten.
Ich habe das mal in einem Wirtschaftstalk verglichen. Da habe ich zusammen mit Jan, mit dem mache ich ja immer diese Wirtschaftstalks auf meinem Erstkanal, habe ich mir so einen Artikel von Heiner Flassbeck angeschaut und mir dann auch noch die anderen Unterschiede zwischen den Vereinigten Staaten und der Eurozone angeschaut. Und die Eurozone, wir haben bessere Sozialstaaten, wir haben besser ausgebaute Bildungssysteme, wir haben weniger Ungleichheit, also eigentlich haben wir grundsätzlich die besseren Voraussetzungen für langfristiges Wachstum. Wir hatten sogar etwas niedrigere Zinsen als in den USA. Also alles sah bei uns eigentlich ein wenig besser oder sogar deutlich besser als in den USA aus. Der einzige relevante Unterschied, wo die USA sich besser verhalten haben, war die Fiskalpolitik. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass die USA spätestens ab der Finanzkrise ein sehr viel höheres Wachstum als die Eurozone hatten, weil die USA auf Schulden machen gesetzt haben und die Eurozone hat gesagt, na, wir haben hier die Maastrichter Regeln, da dürfen wir nicht mehr Schulden machen. Jetzt ist Schluss. Deswegen hatten wir so eine extreme Wachstumsschwäche in Europa. Ich verstehe, was du meinst. Also wie gesagt, für mich ist es relativ komplex, das alles nachzuvollziehen, aber ich baue mir dann Brücken zu, weil ich bin Gamer. Das klingt jetzt sehr, sehr doof, aber ich baue mir dann Brücken zu Strategiespielen, die man mal gespielt hat. Allein die Schulden zu begrenzen oder auf prozentual am Einkommen festzumachen, ist ja furchtbar, furchtbar widersinnig, weil du ja flexibel bleiben musst, wenn du mal größere Ausgaben hast oder wenn mal alles in den Bach runtergeht. Also du beschränkst dich ja selber. Mir kann ja sein, dass du in einem Jahr unfassbar viel Schulden aufnehmen musst, weil es einfach in einem Jahr absolut Vollkatastrophe läuft und in Jahren, wo es gut läuft, brauchst du dann gar keine Schulden mehr. Also Schulden müssen ja flexibel bleiben, damit du überhaupt funktionieren kannst, oder nicht? Ja, definitiv. Also der Staat, der muss sich an das Verhalten der anderen drei Sektoren, also Privathaushalte, Unternehmen und Ausland, anpassen. Und wenn die alle sparen wollen, dann muss der Staat Schulden machen. Andernfalls schrumpft die Wirtschaftsleistung. Jedes Jahr hast du gewisse Ausgaben für BIP-relevante Güter. Diese Ausgaben, die führen dann zu einer entsprechenden Produktion. Und wenn nächstes Jahr weniger Nachfrage da ist, wenn weniger ausgegeben wird, dann wird weniger produziert. Dann schrumpft das Bruttoinlandsprodukt und dann gibt es weniger zu verteilen. Völlig logisch, oder? Ja, das ist absolut wenn logisch. Das alle ist sparen absolut logisch, wollen, ja. Die privaten Haushalte wollen immer sparen. Die Unternehmen, die sparen in den meisten Industrieländern mittlerweile auch. Das Ausland, also ist jetzt relativ unterschiedlich. In Deutschland, das ist Ausland netto Schuldner. In Griechenland ist es netto Sparer. Wie gesagt, diese Ungleichgewichte, die wir haben. Das Ausland, das ist halt unstet. In dem einen Land verhält sich so, in dem anderen so. Und wenn das, sagen wir mal, das Ausland, das macht gar nichts, das spart nicht, das verschuldet sich nicht, das Leistungsbilanz ist bei null. Also keine Netto-Sparer-Position, keine Netto-Schuldner-Position des Auslandes. Das heißt, wir haben sparende Unternehmen, sparende Haushalte, ja, da muss der Staat logischerweise Schulden machen. Wenn der Staat jetzt versucht zu sparen, dann bedeutet das, dass das wird nicht funktionieren. Erstmal, der Staat irgendwann muss am Ende sowieso einer Schulden machen. Die Einnahmen des einen sind immer die Ausgaben des anderen. Aber dieser Versuch zu sparen, der setzt eine Spirale nach unten in Gang, die sich durch nichts stoppen lässt, außer dadurch, dass der Staat irgendwann in die Schuldnerposition geht. Oder dadurch, dass das Ausland, dadurch, dass die Inlandsnachfrage so stark geschrumpft ist, dass das Ausland irgendwann in die Schuldnerposition geht. Aber das beides. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das war der eine Punkt, den ich jetzt nicht verstanden habe. Wenn du die Ausgaben enorm zurückfährst, den Konsum im Inland. Ja. Und der Export nicht entsprechend einbricht, dann hast du plötzlich einen Exportüberschuss. Du exportierst mehr, als du importierst. Weil die Importe brechen stärker ein als die Exporte. Logisch. Oder? Ja, dann muss das Ausland, dann muss das Ausland mehr kaufen quasi. Ja. Verstehe. Wenn die Importe stärker einbrechen als die Exporte, dann gleicht das Ausland das letztlich aus. Aber wie stark müssen die Importe da einbrechen? Wie stark muss die inländische Nachfrage einbrechen? Wie stark bricht dann auch die Nachfrage nach inländisch produzierten Gütern ein? Wie stark bricht dann die Produktion ein? Also wir haben in Griechenland gesehen, dass ein Einbruch der Produktion um über 20%, dass der auch zu einem Einbruch der Exporte geführt hat, denn wenn du deine Industrie demontierst, dann. Was willst du exportieren? Ja, genau. Ja. Dann unterscheidet die Industrie ja nicht groß zwischen Import- und Exportgütern, sondern die Unternehmen gehen einfach pleite. Das heißt, der Export bricht auch ein. Das heißt, wenn das Ausland irgendwann als Stabilisator auftritt, dann kann die Hälfte deiner Wirtschaft schon abgewandert sein. Und dann hast du den Absturz vielleicht gestoppt, aber den Absturz hast du dann trotzdem erlitten. Das ist der Einzige, der den Absturz früh genug stoppen könnte, der dafür sorgen könnte, dass es keinen Absturz gibt, der dafür sorgen könnte, dass die Wirtschaft stabilisiert wird, das ist der Staat, der eben sofort seine Ausgaben erhöhen müsste. Und wenn dem Staat das pauschal verbietet durch irgendwelche Schuldenregeln, dann provoziert man solche Wirtschaftskrisen. Ich habe einen wichtigen Einwurf mal kurz an der Stelle. Achtung, Off-Topic. Wie ist Imp fragt, wie ist Agitators Meinung zu Schalke? Also ich nenne erst mal kurz meine, Schalke ist das Beste, alle anderen sind Reste. Schalala, lalala. Das sage ich mal an der Stelle. Ich mag den Fußballverein tatsächlich nicht.
Krieg sofort. Sofort Miesboxerei. Aber auf jeden Fall danke schon mal für den wirtschaftlichen Input. Ich verstehe. Also es ist ja furchtbar katastrophal, überhaupt eine Schuldenbremse oder eine Schuld, das überhaupt einzufordern. Das ist ja, oh Gott. Vor allem, oh Gott, das ist ja Katastrophe. Wenn du keine Schulden machen willst als Regierung, dann musst du das ja auch nicht. Aber warum führt man dann so eine Schuldengrenze ein, die allen anderen Parteien dann auch noch verbietet, eine Haushaltspolitik nach ihren politischen Vorstellungen zu machen? Das ist ja auch demokratietheoretisch nicht so das Beste. Verstehe, ja. Es ist ein super komplexer Sachverhalt. Aber ja, ich verstehe. Ich meine, wenn du in der Verfassung, da sollten Sachen stehen wie, welche Menschenrechte gibt es oder wie sollten die Institutionen sich zueinander verhalten, aber es sollten keine konkreten Regeln für die Haushaltsführung da reingeschrieben werden, wie beispielsweise, man darf nur 0,35% des Bruttoinlandsproduktes jedes Jahr an Schulden machen, plus minus eine Konjunkturkomponente. Also solche Detailregelungen, wie die Regierung ihren Haushalt zu gestalten hat und dann doch noch mit so einer völlig schwammigen Ausnahmeregelung, und die Regierung kann das jederzeit bei einem außergewöhnlichen Notfall aussetzen. Also da steht ja eine Schuldenbremse. Also das klingt für mich halt so von der Logik her, als würdest du Auto fahren wollen und du würdest durch eine Stadt fahren oder so, aber du hättest ein Tempomat von 60 drin. Ja. Ne? Also das macht ja absolut gar keinen Sinn. Du brauchst mal 30, mal brauchst du 120, ist ja schwierig. Imp fragt übrigens gerade wieder, habt ihr die Anstalt zur Schuldenbremse gesehen? Maurice Höfgen fand die Folge wohl gut. Ich tatsächlich nicht, nee, du? Noch nicht. Ich gucke mir die Anstaltfolgen auch nicht mehr regelmäßig an. Vielleicht reagiere ich da mal drauf. Ich habe mir vorgenommen, die nur noch im Stream zu schauen, da seit der Iran-Folge kann man sich den Unsinn nicht mehr geben. Also ich habe die einzige Folge, die ich jetzt gesehen habe in den letzten, sagen wir mal, 7, 8 Jahren, war die Folge zur Mont Pelerin Society. Ja, die war sehr, sehr gut, fand ich. Ne, und wir haben noch eine zweite angeschaut. Da ging es um Thinktanks, was ja thematisch sehr nah beieinander liegt. Ne? Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die aktuellen gut sind, weil mein Chat hat mir dann auch gesagt, ja, die Anstalt momentan ist nicht so, das ist alles sehr regierungsunkritisch, also erfüllt es nicht die Rolle des Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Wir sind uns ja einig, der Öffentlich-Rechtliche hat eigentlich als eine der Grunddinge, die er tun sollte, die Regierung zu kritisieren, was ja auch früher gemacht wurde durch ZDF, ARD und so weiter, bevor es diese ganze Online-Geschichte gab mit Funk, ne? Und bevor dieses digitale Zeitalter in Deutschland angebrochen ist. Na, also deswegen habe ich jetzt nicht so viele Anschaltfolgen gesehen. Die Frage ist, sollte man sich die mal wieder anschauen? Also wenn du meinst, die sollte man mal gesehen haben, ne, ob positiv oder negativ konnotiert, ne, dann werde ich mir die mal anschauen. Ja, fand ich deine Position übrigens auch sehr gut. Wir hatten ja einen kleinen Austausch auf Twitter bezüglich, das war 13 Fragen, AfD verbieten. Ich habe das nur reacted gesehen. Einen ganz kurzen Abschnitt bei dir. Ganz kurz, weil ich viel zu spät in den Stream reingeschaut habe. Und dann noch woanders. Und deine Position, die du nach dieser Folge als Resümee gezogen hast, war ganz klar, der Öffentlich-Rechtliche gehört abgeschafft. Ja, das war deine Position. Meine Position zu der Geschichte kennst du, die ist, der Öffentlich-Rechtliche gehört reformiert. Und wenn wir könnten vielleicht so eine Synthese bilden aus unseren beiden Forderungen. Wir machen den Bums platt und bauen ihn neu auf. Was hältst du davon? Ja. Bin ich absolut dafür. Aber wie gesagt, wenn ich hatte das mit dem schon mal genau erklärt, wenn es möglich wäre, den zu reformieren politisch, wäre ich auch sofort dabei. Aber ich halte das aktuell für erfolgversprechender, ihn abzuschaffen, da man da auch viele Leute, die nicht aus unserem Lager sind, die den Öffentlich-Rechtlichen aber auch kritisch sehen, sich mit denen auf eine Reform zu einigen, ist viel schwieriger, als sich mit denen darauf zu einigen, den ganzen Laden quasi wegzuhauen. Das Problem ist, da sind ja noch super viele Strukturen dahinter, die man ja nutzen könnte. Also ich rede ja von Räumlichkeiten, von Gerätschaften, von Fachwissen. Ne? Also das Problem ist ja, dass das Fachwissen gekoppelt ist meistens an eine Ideologie. Ne? Das heißt, du hast da Leute sitzen, die den Bums erstellen, aber die auch ideologisch irgendwie ein bisschen unterwegs sind. Ne? Wir haben super viele Politiker in den Rundfunkbeiräten sitzen. Ich habe mir jetzt mal ein paar durchgeschaut. Also ich habe jetzt irgendwie 6 oder 7 Rundfunkräte angeschaut. Auf jeden Fall eine ganze Menge und das sind immer 50 Leute und davon sind ungefähr 11 aus der Politik. Ja, also das ist halt eine der Sachen, die man zu kritisieren hat, aber ich denke mir halt so, diesen ganzen Apparat mit den Räumlichkeiten, mit den Gerätschaften, mit dem technischen Know-how, es wäre halt super schade, wenn es alles verkommen würde, ne? Weil das könnte man halt auch sinnvoll nutzen.
Verstehst du, was ich meine? Ja, definitiv. Ich sage ja, ich wäre grundsätzlich dafür, den zu reformieren, aber ich sehe eher eine Mehrheit für eine Abschaffung kommen. Denn die AfD, die hat ja schon in den ostdeutschen Bundesländern gesagt, sie würde die Rundfunkstaatsverträge aufkündigen wollen, wenn sie da an der Regierung wäre. Und das ist eine Forderung, die ich dann auf jeden Fall unterstützen würde. Also da würde ich mich auf keinen Fall dagegen wehren. Also, du hattest aber was Interessantes dazu gesagt. Zwischen dazu, es bleibt so, wie es ist, und der ganze Laden wird abgeschafft, ja, dann weg damit. Mhm. Du hattest dazu auch einen interessanten Input noch, weil das muss man natürlich auch in den Kontext setzen. Wenn die Forderung gestellt wird oder wenn der Staatsvertrag gekündigt ist, dann hat man ja ein Jahr Zeit oder einen ähnlichen Zeitraum, um dann noch darüber zu reden oder Reformen eventuell einzuleiten. Bin ich da jetzt richtig noch mit meiner Erinnerung? Weil dann könnte man das nämlich als Hebel nutzen, um diese ganze Geschichte vielleicht aufzubrechen. Wenn man sagt, okay, wir gehen Fulham rein, wir gehen und fordern hier die Abschaffung und leiten es in eine Reform um. Aber dafür müsstest du in der Machtposition sein. Also das BSW müsste mindestens in der Landesregierung sitzen. Und ich will ja jetzt hier niemandem seinen Optimismus vermiesen, aber das ist, es steht in einigen ostdeutschen Bundesländern zwischen 10% und 20% in Umfragen. Übrigens gegen Optimismus. Optimismus ist scheiße. Ja, also diese ganzen Spielchen, also diese Diskussion, können wir denen die Pistole auf die Brust setzen? Die können wir, glaube ich, dann führen, wenn das BSW in der Machtposition ist. Aber vorher erstmal die grundsätzlich strategische Frage, ist die Abschaffung des ÖR überhaupt eine Option, die wir, der wir unseren Gegnern drohen sollten? Oder schrecken wir davor zurück? Da gibt es nämlich, glaube ich, viele, die davor zurückschrecken würden. Ich würde sagen, also unser Ziel sollte natürlich eine Reform sein, aber wenn wir die Wahl haben, abschaffen oder es bleibt so, wie es ist, dann abschaffen. Okay. Ja, würde ich mit dir mitgehen. Das Problem, was ich halt allerdings sehe, ist die Konsequenz daraus, dass wir dann eine Medienlandschaft hätten wie in den USA und da sehe ich dann nur irgendwelche pöbelnd schreienden Fox News Reporter vor mir, die absolut hanebüchenes Zeug von sich geben und das dann halt als einzige Informationsquelle für die Bürger so, boah. Ja, aber die USA, die haben auch einen Glenn Greenwald, einen Ben Norton, also wirklich linke, unabhängige Journalisten, die leider nicht die großen Massen erreichen. Das mag sein. Da müssten wir in Deutschland mehr aufbauen. Aber wir beide sind ja hier zumindest einen kleinen Teil ein bisschen mit dabei, mal andere Perspektiven zu zeigen. Ja, gibt's ja diesen linken Grundsatz, ne, geben, wie er braucht und jeder, wie er kann. Ne, und daran versuche ich mich auch ein bisschen zu halten, dass ich da versuche, auch ein bisschen die Leute da zu erreichen, ne, ein bisschen einen gemäßigteren linken Input zu geben. Ja, aber es regt mich momentan alles sehr auf. Ich sehe halt, dass wir auf Amerika so ein bisschen zusteuern, was unsere Gesellschaft angeht. Das Miteinander erinnert mich sehr stark daran. Volker Pispers hat vor über 10 Jahren schon gesagt, Amerikas Kapitalismus im Endstadium, ne? Und es wurde nur noch schlimmer, seitdem er aufgehört hat. Und ich habe halt echt Sorge, dass es irgendwann bei uns exakt so ist. Weißt du? Ja, in die Richtung entwickeln wir uns. Also man sieht ja, die Realeinkommen schrumpft, die Geburtenrate fällt, also alle Indikatoren zeigen aktuell nach unten. Also das ist ja... Und deswegen finde ich auch gut, dass wir Werbung machen, so für BSW und dergleichen. Na, dass du das machst, dass Erwin das macht, Imp macht es ja auch zum gewissen Prozentsatz, obwohl Imp momentan eher so den leicht physischen Ansatz nimmt oder wählt, was ich auch ganz gut finde. Noch ein weiteres Thema, die Rente kommt gerade an die Aktienmärkte, also es ist, wir sind voll... Bitte klär mich auf, was zum Teufel? Was ist das denn? Ja, ich habe da tatsächlich einen Text für Serdar Somuncus Website für geschrieben, der wird bald online kommen, da kann sich das jeder nochmal durchlesen. Ich habe da auf meinem Erstkanal schon mehrere Videos zu gemacht. Gibt einfach auf meinem Erstkanal Aktienrente ein, da findet er da zahlreiche Videos zu, wo ich das genauer erkläre. Beziehungsweise Generationenkapital, so heißt ja diese neue Idee jetzt. Also, der Staat möchte Schulden aufnehmen und der Staat möchte Staatsanleihen rausgeben und damit Aktien kaufen. Also für die Deutsche Bahn darf man keine Schulden aufnehmen, für die Verkehrsinfrastruktur nicht, für Kindergrundsicherung erst recht nicht, aber für Aufrüstung und dafür, dass man an der Börse dass man an der Börse zockt. Dafür darf man Staatsschulden aufnehmen. Das ist sehr interessante Logik, die wir in Deutschland haben. Das ist halt wieder eine klare Prioritätsverteilung, die nicht im Sinne des Volkes ist, ne? Ja, das ist dann die Frage. Also wer der Hauptprofiteur davon ist, das sind die Banken, die diese Staatsanleihen dann halten und davon die Zinsen kassieren. Die profitieren davon. Die machen 4% pro Jahr jetzt Gewinn. Die
die machen ordentlich Gewinn, kann man sagen. Die haben jetzt zusätzliche Staatsanleihen, an denen sie sich dumm und dämlich verdienen können. Aber davon kriegen wir natürlich nichts ab, ne? Ob der Staat damit Gewinn macht, das ist spekulativ. Wenn die Rendite der Aktien langfristig bei über 4% liegt, dann machen wir Gewinn. Wenn sie unter 4% liegt, dann machen wir Verlust. Was jetzt der Fall ist, wissen wir nicht. Das kann keiner seriös prognostizieren. Wer behauptet, außer auch was, irgendwelche albernen Zeitreihen, er wüsste das jetzt schon. Also der ist ein Scharlatan. Glaubt solchen Leuten bitte nicht. Ich behaupte nicht, dass der Staat damit Verlust machen wird. Behaupte nur. Ich weiß, wer da auf jeden Fall riesige Gewinne machen wird. Das weiß ich jetzt schon. Ich verstehe, ja. Also, es kommt mir persönlich als Laie halt so vor, als würde man mit unseren Renten zocken. Ja, man zockt mit geliehenem Geld. Also theoretisch, wie gesagt, der Staat, der kann ja seine Verschuldung, der Staat ist ja Währungsmonopolist, der kann also theoretisch auch einfach Schulden aufnehmen und das Geld direkt den Rentnern geben. Dann würden da keine zig Banken mit dran verdienen, weil dann viel weniger Staatsanleihen ausgegeben werden müssten, um dasselbe Geld an die Rentner auszugeben. Also Staat könnte direkt Schulden aufnehmen, das den Rentnern geben, Problem gelöst. Das ginge auch. Verstehe. Das wäre auch überhaupt kein Problem. Der Staat kann sich auch dauerhaft einen negativen Finanzierungssaldo leisten, da Unternehmen und Privathaushalte, wie gesagt, Nettosparer sind, das ist überhaupt kein Problem, aber ja, man geht diesen Umweg um die Finanzmärkte, damit eben das Finanzkapital ordentlich daran mitverdient. Ja, das dachte ich mir schon, ne? Also wie du das schon so formuliert hattest, klingt es so, als würde man es extra machen, damit sich hier noch eine gewisse Einzelperson noch eine Scheibe vom Kuchen abschneiden können. Imp hat dich gerade quasi, oder mich quasi stellvertretend noch was gefragt, wegen deinem Artikel für Serdar. Ja, du hast ja für ihn einen Artikel geschrieben. Er hat gefragt, kann jeder für die Seite schreiben oder seid ihr im Kontakt? Ja, ich soll mich tatsächlich, also ich habe mit ihm geschrieben, ob ich mich mal nach Autoren umhören soll, die gerne schreiben würden. Er war dafür grundsätzlich offen. Also ich würde Wolfgang M. Schmidt vorschlagen. Ja, wenn ihr Interesse habt, dann schreibt ihn doch. Ich glaube, seine E-Mail-Adresse müsste alles öffentlich sein. Also wenn ihr von selbst Interesse habt und denkt, ihr könnt da auch inhaltlich gute Sachen beitragen, dann schreibt ihn doch vielleicht mal an. Naja. Kannst du die E-Mail-Adresse teilen oder die hast du wahrscheinlich jetzt nicht so schnell bei der Hand, ne? Ich habe eine E-Mail-Adresse. Ich weiß nicht, inwieweit die öffentlich ist. Guck mal auf seine Website. Guck mal auf seinem YouTube-Kanal. Deswegen, ich will hier jetzt nicht irgendwelche privaten E-Mail-Adressen ausgeben. Lautet der Name mit der Adresse zu viel? Nein, lassen wir das, okay. Ich wollte jetzt irgendwie dumm mitzumachen. Also, wenn ihr glaubt, dass ihr vernünftige, inhaltlich gute Artikel schreiben könnt, dann schreibt ihn einfach mal an. Also Kontaktdaten, die wird er auf seiner Website hundertprozentig haben. Auf jeden Fall. Ich muss kurz mal was umstellen, warte mal. Ich krieg die Krise, ja. Sachen wieder laut gestellt, die nicht laut sein sollen. Und wieder schreibt mich genau der gleiche Mongo an wie gestern. Oh Gott, ey. Ist aber ein sehr aufschlussreiches Gespräch heute. Ja, weil, ich sag's mal so, das ist ja so eine Problematik, die man in der Politik und in der Wirtschaft hat. Für den Otto-Normal-Deutschen, ne? Also für den Otto-Normal-Verbraucher sind diese kompletten Fachterminal und diese Zusammenhänge so derartig undurchsichtig, dass man da keinen Durchblick mehr hat, ne? Ich meine, alleine die Tatsache, dass du jetzt sagst, okay, pass auf, der Staat könnte Schulden aufnehmen, um die Rentner zu bezahlen oder um den Rentnern Geld zuzuschieben, müsste nicht über diese Banken gehen, ne? Allein, dass diese Tatsache möglich ist, ist für den Otto-Normal-Verbraucher nicht ersichtlich. Siehst du da irgendwie eine Möglichkeit, vielleicht solche Sachen in Zukunft besser irgendwie unters Volk zu bringen oder das irgendwie verständlicher zu machen? Kannst du irgendwelche Kanäle empfehlen vielleicht sogar? Geld für die Welt, MMT mit Jan und mein Kanal, wir haben dann Wirtschaftstalk zusammen, also Jan, das ist ja der, mit dem ich das immer mache. Und aber dazu noch zu Schulden für die Rentner aufnehmen, noch eine Ergänzung. Mhm. Es wäre technisch ohne Probleme möglich, Schulden ohne, also das heißt Schulden, also der Staat ist Währungsmonopolist, also der Staat gibt die Währung überhaupt heraus, also das ist überhaupt nicht vergleichbar mit privaten Schulden, das sollte man erstmal dazu sagen. Es wäre technisch ohne Probleme möglich, jeder Staat in der Eurozone hat ein Konto bei der EZB, dass die Staaten dieses Konto beliebig weit überziehen können, ohne dass irgendeine private Bank daran mitverdient. Also es wäre technisch ohne Probleme möglich, die Staatsfinanzierung privaten Profiten zu entziehen, dafür zu sorgen, dass die Banken daran gar nichts mehr mitverdienen.
Von heute auf morgen. Das heißt, das könnte man machen, wenn man wollte. Aber es ist politisch nicht gewollt. Warum? Weil die Banken daran so schöne, risikolose Gewinne dran verdienen. Natürlich, verstehe ich. Okay. Und das heißt, wenn eine Bank, wenn ein Staat das machen könnte, absolut ohne Probleme, ein Konto bei der EZB, das überziehen, wie er es gerade braucht, dann wären wir wieder bei der Staatsverschuldung von gerade eben, dann hätte man Griechenland das ja auch erlauben können, na, dass es sich grenzenlos verschulden. Das hätte man auf jeden Fall machen sollen. Also die Anleiherenditen für griechische Staatsanleihen sind in die Höhe geschossen. Hedgefonds und Banken haben sich damals dumm und dämlich verdient. Und die Banken, deren Gelder am Feuer stand, weil sie Griechenland halt zu niedrigeren Zinsen Anleihen abgekauft hatten, die wurden dann sogar noch gerettet. Also denen hat man die griechischen Anleihen dann abgenommen. Wahnsinn. Was hältst du von einem zinsfreien Geldsystem? Oder Wirtschaftssystem? Also das ist schwierig. Man muss sich über die Konsequenzen immer klar sein. Wenn man sagt, wir machen das Ganze zinsfrei, wer würde dann noch Kredite vergeben? Also die Kreditvergabe, die wäre dann staatlich. Also private Banken, deren Bedeutung würde sofort in sich zusammenfallen. Also das würde bedeuten, dass der Staat eine viel aktivere Rolle in der Wirtschaft einnehmen müsste. Also das muss allen klar sein, die das fordern. Ihr argumentiert hier für einen deutlich, deutlich aktiveren Staat, der deutlich mehr Entscheidungen trifft und der deutlich mehr Macht hat. Also verstehe. Ich bin da jetzt nicht ideologisch voreingenommen. Ich habe nichts gegen einen starken Staat, der auch bestimmte Entscheidungen trifft und der auch der Kreditvergabe viel aktiver ist. Aber das muss allen, die das fordern, klar sein. Du versuchst ja realpolitisch zu bleiben. Das kriegt man anhand deiner kompletten Argumentationsweise sowieso schon mit. Gäbe es eine Lösung dafür, dass man vielleicht die Profite von Banken limitiert, dass man sagt, ihr dürft nur so und so viel Profite mit Krediten machen, so und so viel Zinsen, dass vielleicht keine Zinseszinsen, vielleicht einen festen Zinssatz, der sich nur aufs ursprüngliche Kapital bezieht oder so? Definitiv kann man das machen, aber dann ist das Problem, dass die Banken dann ihre Kreditvergabe einschränken. Also auch dann müsste der Staat diese Lücke füllen. Wie meinst du Kreditvergabe einschränken? Dass sie sagen, okay, das lohnt sich für uns. Ihr dürft nicht mehr, keine Ahnung, auf Hauskäufe, also die Zinsen für Häuserkredite sind doch jetzt so explodiert. Ihr dürft da jetzt nicht mehr 8% Zinsen nehmen, sondern wie früher nur noch 5% bei der und der Risikoklasse. Ja, dann werden die Banken keine Kredite mehr vergeben, weil es sich für sie nicht lohnt. Okay, aber warum lohnt es für sie nicht? Weil es zu lange dauern würde, bis die Sachen bezahlt werden oder was? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Diese Zinsen, das ist eine Risikoprämie. Also ein Teil der Kredite fällt ja aus. Verstehe, ja. Oder die Häuser, die Kredite besichern sollen, die Preise können sinken und dann ist der Kredit nicht mehr voll besichert. Das sind alles Risikofaktoren, die Banken einkalkulieren müssen. Und die Branchmark, das ist ja der Leitzins, wie gesagt, da kommt da der Risikoaufschlag drauf. Und wenn der Leitzins steigt und der Risikoaufschlag auch nochmal steigt, dann explodieren die Zinsen beispielsweise für Häuserkäufe, wie das jetzt gerade passiert ist. Das ist gerade, mein Internet macht gerade ein bisschen Hack-Mack. Nicht weggehen, ich lebe also ich noch, wir können glaube ich weitermachen. Ja, das war nur ein kurzer Stolperer. Ist wieder irgendjemand draußen mit die Bambusleitung gestolpert. Ja, aber es ist auch, also du kannst Großbanken zumindest, also du kannst regionale Banken auch noch privat lassen, aber Großbanken zumindest auch verstaatlichen. Also wenn du sowieso willst, dass der Staat eine aktivere Rolle einnimmt, dann hättest du die Profite da begrenzt. Also das Ding ist ja, man muss ja irgendwie das Gewicht finden zwischen die Banken wollen ihren Job noch machen, weil es sich für sie lohnt, weil sie genug Sicherheit haben. Und auf der anderen Seite muss man halt auch mal sagen, vielleicht liegen auch viele Probleme unserer Welt dann an den Zinsen, wenn du das so beschreibst, wie du es beschreibst, dass vielleicht die Banken sich ein bisschen zu viel einstecken, dass da ein bisschen zu viel in sag ich mal, private Interessen fließt, dass da eigentlich nicht hinfließen sollte in diesem Ausmaße. Ja, aber wie gesagt, Volksbanken und Sparkassen, die sich aufs traditionelle Bankgeschäft beschränkt, die nicht nebenbei noch diese, ja, sich an irgendwelchen Casino-Aktivitäten da beteiligen, die machen ihren Job ja wesentlich besser als normale Großbanken. Deswegen würde ich sagen, du siehst ja, dass es auch absolut schief gegangen ist, die Banken privat zu lassen. Die haben die Finanzkrise ausgelöst und sich bis heute nicht von ihr erholt. Also deswegen würde ich sagen, sowas wie Commerzbank, wie Deutsche Bank verstaatlichen, sowas wie die Volksbanken, wie Sparkassen dann halt Privatler, also dann halt zum Beispiel, privat ist es ja nicht mal. Also die Sparkassen, das ist ja auch so ein öffentliches, also so ein Konstrukt, wo die öffentliche Hand die ganze Zeit mit reinreden kann. Also was ich auch gut finde. Vielleicht so immer so einen Hybriden machen und den Banken nicht erlauben zu zocken mit der Kohle. Trennbankensystem.
Also, dass du sagst, es gibt hier die Hedgefonds, die können ruhig an der Börse zocken, und es gibt Banken, die eine Banklizenz haben, die Kredite nehmen, die Kundeneinlagen haben, die dürfen nicht zocken, und die Hedgefonds, die werden dann auch nicht gerettet. Ja, okay. Das, also von wegen, das wäre dann auch möglich. Risiko. Wenn so eine Bank pleite geht, dann hast du da hunderte Milliarden, also selbst bei kleinen Banken, hunderte Milliarden Euro an Krediten im Feuer plötzlich. Also dann droht das Finanzsystem zusammenzubrechen. Es ist einfach so. Schwede. Jedes kapitalistische System, das war auch schon in Großbritannien des 18. Jahrhunderts so, dass sich gerade industrialisiert hast, jedes kapitalistische System beruht darauf, dass du eine Regelkreditvergabe hast. Dass der Privatsektor Investitionen tätigen kann, dass der Privatsektor sich entwickeln kann. Also wenn du das nicht hast, dann gibt es nur noch eine andere Option, der Staat macht es. Also entweder der Privatsektor hat Zugang zu billigen Krediten und kann Investitionen vornehmen, oder der Privatsektor hat es nicht, dann kann das nur der Staat machen. Wenn der Staat es nicht macht, der Privatsektor es nicht macht, dann bleibt Entwicklung aus. Das ist der Grund, warum viele Schwellenländer sich nicht weiterentwickeln. Das ist der Grund, warum viele Staaten in Afrika seit 50 Jahren auf der gleichen Stelle treten, weil sie kein funktionierendes Bankensystem haben, der Privatsektor entsprechend nicht investieren kann, aber der Staat diese Lücke nicht füllt, weil du korrupte staatliche Strukturen hast, schwache staatliche Strukturen hast, weil der IWF dir eine Wirtschaftspolitik vorgibt, die Entwicklung verhindert und so weiter und so fort. Und du kein funktionierendes Bankensystem hast, das diese staatliche Schwäche ausgleichen könnte. Verstehe, verstehe. Also ich meine, ich habe öfters mal hier auch Sturmhaube im Chat, der behauptet, das Ganze läge dann an der Kinetik. Ne? Ich sage ihm halt immer, dass das Ganze vielleicht an Korruption liegen könnte, am Kapitalismus, dass wir dort Entwicklungshilfe hinzahlen, die dann von Westen. Kann, ne? Also Korruption an sich ist ja noch nicht das Problem. Du kannst komplett korrupten Staat haben, aber du kannst trotzdem funktionierendes Bankensystem haben, du kannst trotzdem gute Wirtschaftspolitik haben. Also China hatte immer ein Riesenproblem mit Korruption, die haben trotzdem die haben es über 40 Jahre hinweg geschafft, zweistellige Wachstumsraten aufrechtzuerhalten. Also, Bruder. Da jetzt, ja, das ist absurd. Diese Erklärung, Korruption ist das alles Entscheidende, ist Quatsch. Korruption, die mag die Entwicklung behindern, die mag ein Faktor sein, aber die ist nicht der relevante Faktor. Der relevante Faktor ist die Wirtschaftspolitik, die betrieben wird. Okay, also du sagst quasi, dass die afrikanischen Länder sich nicht so entwickeln jetzt wie europäische, amerikanische oder wie China und dergleichen. Das liegt dann hauptsächlich an der Wirtschaftspolitik. Ja, und die ist halt durch internationale Einflüsse auch stark eingeschränkt. Also beispielsweise die gesamte CFA-Fondszone, das sind die wettbewerbsschwächsten Volkswirtschaften in ganz Afrika, sie haben ihre Währung alle an den Euro gebunden zu einem extrem schlechten Wechselkurs. Die können keine unabhängige Wirtschaft aufbauen, können keine unabhängigen Industriestrukturen aufbauen. Das sind die Länder, wo so viele Militärputsche stattgefunden haben. Burkina Faso, Mali und Niger. Hast du vielleicht waren das auch die Länder, wo die Militärputsche maßgeblich von der CIA gesteuert worden sind? Ich glaube, das ist noch nicht so gut erforscht, inwieweit halt die Amerikaner da, die sind relativ jung, diese Militärputsche. Diese Militärputsche, die sind jetzt gegen Frankreich, gegen die französische Hegemonie gerichtet. Okay, verstehe, verstehe. Also das sind so, also nach, ich bin da jetzt auch nicht so tief in der Innenpolitik von jedem dieser Länder drin, aber nach allem, was ich mitbekommen habe, scheinen das sehr souveränistische Militärführungen zu sein, die einfach mit der Inkompetenz der demokratisch gewählten Politiker da nicht einverstanden waren. Also da hat man dann so eine Scheinwahlen abgehalten, und immer wenn Frankreich nicht gepasst hat, gab es dann irgendeinen Putsch, oder dann ist der richtige Politiker zu uns Frankreichs da an die Macht gekommen. Also so eine gelenkten Demokratien, die letztlich de facto das Weiterbestehen des französischen Kolonialreichs zumindest in ökonomischer Hinsicht verwaltet haben, an der Macht waren, und jetzt sind tatsächlich da Militärputsche gegen diese französische Hegemonie haben da stattgefunden. Also quasi auch gegen den noch verbleibenden Kolonialismus aus Frankreich. Verstehe. Das heißt, wenn sich diese Länder davon lösen könnten, vom Euro-Raum oder vom Euro, steht da überhaupt die Möglichkeit dazu, rechtlich für die sich davon zu lösen, oder müsste man das irgendwie mit der Brechstange machen? Soweit ich informiert bin, also ich habe da in den letzten Monaten auch nicht mehr so aktuell die Nachrichten verfolgt, wollen die nicht am CFA-Fonds rütteln. Also zumindest nicht auf absehbare Zeit. Einfach, weil sie nicht mit Frankreich anlegen wollten. Also da wäre letztes Jahr beinahe ein Krieg ausgebrochen. Also einige Nachbarländer, die haben angestachelt von der EU, angestachelt vor allem von Frankreich, schon einen Militäraufmarsch da gegen den Niger vorbereitet, wo auch ein Militärputsch stattgefunden hatte. Also ich glaube, diese Länder, die wollen so einen neuen Modus Vivendi mit Frankreich kommen. Die wollen erstmal die französischen Truppen aus dem Land haben und
die ärgsten ökonomischen Abhängigkeiten beseitigen. Beispielsweise hat der Niger die Uranpreise kurz nach dem Militärputsch angehoben. Also man wird sich da jetzt auf so diese grundsätzlicheren Ziele fokussieren und irgendwann wird man dann wahrscheinlich eine Reform des CFA-Systems gehen, nicht mal eine Abschaffung. Okay, verstehe. Also, weil ich in meiner... Das halte ich für wahrscheinlicher. Ja. Also, es ist natürlich einfacher, sich mit Frankreich zu einigen. Vor allem ist dann die Kriegsgefahr geringer, vor allem ist dann die Chance da, ja, besser rauszukommen, als wenn man da jetzt komplette Konfrontation setzt. Denn wirtschaftlich... Aber was für Ansprüche hat Frankreich an diese Länder, weißt du? Das frage ich mich halt so. Frankreich, also französische Unternehmen bestreiten, also sind der wichtigste Handelspartner dieser Länder. Sie besitzen einen Großteil der Goldminen, der Rohstoffvorkommen. Frankreich hat Soldaten, wie gesagt, da vor Ort. Also Frankreich beutet diese Länder quasi aus, kann man so sagen. Ja, das französische Kolonialreich, das wurde zumindest in ökonomischer Hinsicht aufrechterhalten. So kann man es beschreiben. Verstehe. Ja, das ist einer der Punkte, die ich immer so ganz salopp ohne Hintergrundwissen einfach mal in den Raum geschmissen habe. Ja, dass es vielleicht nicht unbedingt an diesen Ländern per se liegt, dass an der ortsansässigen Bevölkerung, dass sie irgendwie mindere Gene hätten. Ich muss es einfach nur so sagen, wie es immer formuliert wird. Ne? Es ist ja auch nicht der Einzige, der das formuliert, dass es diesen Ländern nicht gut geht, sondern ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass wir da vielleicht auch noch ein bisschen unser Eisen im Feuer haben. Ne? Wenn du das jetzt so bestätigst, mein Punkt war ja immer, ja, wir überweisen dort Kohle hin oder wir haben dort Unternehmen, westliche Unternehmen, die dort entweder die Rohstoffe ausbeuten, die Arbeitskraft ausbeuten oder ähnliches. Stichwort Entwicklungshilfe, die auch nicht genutzt wird, um lokale Unternehmen voranzubringen, sondern auch dann in westliche Unternehmen gebuttert wird, die dann dort irgendwie Fabriken aufmachen oder Rohstoffe abbauen und so weiter. Und die ganze Kohle wird dann ja auch nicht im Land gelassen, sondern geht aus dem Land raus. Oder die schlichtweg Korruption sind. Also erstmal auf diese Entwicklungshilfe kommt natürlich ein Zickfaches, was wieder aus den Ländern rausfließt, dann viel zu billig verkauften Rohstoffen beispielsweise. Und das meine ich, genau. Wie gesagt, dieser CFA-Fonds, also diese Bindung an den Euro zu einem schlechten Wechselkurs, der sorgt dafür, dass diese Länder abhängig von internationaler Hilfe sind, dass sie niemals eine eigenständige Politik machen können. Im Niger, das Erste, was man gemacht hat, Kreditvergabe über die Weltbank und die Afrikanische Entwicklungsbank gestoppt. Also das Land von Hilfe abgeschnitten. Und sogar zwei südliche Länder, auch verbündet mit Frankreich, darunter Nigeria, haben dann wirklich komplette Handelsblockade gemacht und die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln verhindert, sodass die Nahrungsmittelpreise erstmal explodiert sind. Aber auch schon auch auf den Druck vom Westen, oder? Ja, natürlich. Nigeria hat seine Truppen da aufmarschieren lassen. Also das ist das bevölkerungsreichste, mächtigste Land in Afrika, Nigeria. Da gab es wohl zumindest in Teilen der nigerianischen Politik die Hoffnung, auch mal selbst Kolonialmacht in benachbarten Staaten sein zu können. Also das ist okay, verstehe. Ja, du, die Sklaverei- und Kolonialmachtgeschichte, ich meine, das haben nicht wir westlichen Staaten uns gepachtet. Das gab es in der gesamten Menschheitsgeschichte schon auf der ganzen Welt. Ne? Das ist ja überall. Also der südafrikanische Staat, nachdem er von den Briten unabhängig geworden ist, ist auch erstmal in die ganzen Nachbarländer da reingemendet. Und hat bei sich zu Hause Apartheid gemacht. Also einer der schlimmsten. Hast du gerade reingemeddelt gesagt? Ja, reingemeddelt. Ja. Achso, ich hab reingemeddelt verstanden und dachte, das ist in deinem absolut normalen Sprachgebrauch drin. Nein. Ich wäre gleich unter den Tisch gefallen, ich werde schon rot. Alles gut. Alles gut, Entschuldigung. Ja, oder einer der Ich vergesse, ich bin Schmarkopf, ne? Afrika in den letzten Jahrzehnten erlebt hat, das war der Kongo-Krieg, der von Ruanda begonnen wurde. So, gab mehrere, brauche ich jetzt nicht so detailliert drauf einzugehen, aber auf jeden Fall, wo Ruanda die treibende Kraft war. Also ein relativ kleines Land, das vor kurze Zeit vorher selber noch einen Völkermord erlebt hatte, was dann erstmal Kolonialmacht spielt, in einem viel größeren, viel bevölkerungsreicheren Nachbarstaat. Also natürlich. Das ist ja. Das ist äußerst schwierig. Ich meine, sie sind nicht ganz unschuldig, sagen wir mal so, dass es schwierig läuft. Aber allein wenn ich an die Frankreich-Geschichte im Niger denke, ne, wird mir halt einfach schlecht. Also ich denke mir halt, wenn jemand das mit meinem Land machen würde, ne, keine Ahnung, ich würde mich halt auch verpissen von da so. Aufgedeutscht, weil ich mir denken würde, was will ich hier? Wie will ich mir hier ein Leben aufbauen? Wenn fremde Staaten meine Wirtschaft kontrollieren, meine Ressourcen wegnehmen, ne, meine Währung klein halten, was soll ich denn noch da? Weißt du? Und deswegen frage ich mich halt, wie würdest denn du da, wenn wir jetzt über die Flüchtlinge aus diesen Regionen reden, wie würdest du da die Fluchtursachen bekämpfen? Was wären zu deinem, wenn du jetzt hier so einen Knopf hättest, ne, ich habe die volle Power, ne, ich habe die vollkommene Autorität über die ganze Geschichte, was würdest du machen?
Also ich würde vor allem eine Sache machen, mit diesen Ländern eigene Währungen geben, beziehungsweise die sie schon haben, da über Wechselkurskoordination sprechen. Also Entwicklungshilfe ist nicht sinnvoll, selbst wenn sie für sinnvolle Sachen eingesetzt wird, werden die Länder ja abhängig davon. Also die sollten die Projekte, die sie selber brauchen, auch selber finanzieren. Also du kannst die Industrie in einem Land nicht über Auslandshilfe aufbauen. Also sowas funktioniert einfach nicht. Die Länder sollen über Schulden machen, oder? Der Staat soll dann Schulden aufnehmen, quasi bei uns. Oder wie gesagt, das soll eben nicht passieren. Das soll eben nicht passieren. Also nicht über Auslandshilfe. Aber wo sollen sie die Kohle dafür hernehmen? Quasi die Sachen selber aufzubauen. Über ausländische Direktinvestitionen von Unternehmen, ich weiß, das ist risikoreich, dann über den Aufbau eigener Unternehmen. Und das geht nur, indem sie wettbewerbsfähig werden. Das geht vor allem über Währungsabwertung. Sie müssen ihre Währung so schwach halten, dass sie immer so leichte Leistungsbilanzüberschüsse haben, dass sie unabhängig vom Rest der Welt sind. Sie unabhängig davon sind, was ob es irgendwo eine Finanzkrise gibt. Also dafür müssen sie leichte Leistungsbilanzüberschüsse machen oder zumindest eine ausgeglichene Leistungsbilanz haben. Dafür müssen sie ihre Währung immer schwach genug halten und dafür braucht es Wechselkurskoordination. Dafür, du kannst diese das Währung. Das ist quasi nicht alles so aneinander, ein bisschen davon abhängig, ja, ist voneinander, das, okay, verstehe. Du kannst diese Währung nicht frei schwanken lassen. Da muss ein starker Gegenpart, sei es die Eurozone, sei es China, sei es Japan, großes Industrieland, ein großer Währungsraum. Also, wie gesagt, das könnte sogar schwächere, also etwas schwächere Staaten wie Russland könnten diese Rolle einnehmen. Auf jeden Fall Länder mit einer halbwegs stabilen Währung, die wenn den internationalen Finanzmärkten nicht so stark schwankt, dass die sagt, so, wir sichern eure Währung ab diesem Niveau ab, wir stützen sie und wir orientieren uns dabei an euren Inflationsraten, damit eure Wirtschaft immer wettbewerbsfähig genug bleibt und im Gegenzug machen wir gemeinsam Handel, im Gegenzug haben wir wirtschaftlich friedliche Beziehungen, also im Gegenzug handeln wir einfach, also einigen wir uns auf gemeinsame Standards und das wäre ein Deal, der zum gegenseitigen Vorteil wäre. Also wenn du klingt so stabil, wenn man allein drüber nachdenkt, ne? Wenn du also bei dir. Anfangen würde ich da mit den, also jetzt einfaches Eigeninteresse mit den Staaten, die um die Europäische Union herumliegen. Also wir brauchen hier, also wir haben da ja ein großes Problem mit Flüchtlingsströmen in den letzten Jahren gehabt. Wenn du dieses Problem lösen oder zumindest fast komplett lösen wolltest, dann bräuchtest du einfach nur Goethe in stabilen und sicheren Staaten um die Europäische Union herum. Das heißt, das Erste, was du machen solltest, wäre da nicht einzumarschieren, so wie man das oder da irgendwelche Waffen und Terroristen zu liefern, wie man das in Syrien und Libyen gemacht hat. Und das Zweite wäre, wie gesagt, Wechselkurskoordination verhandeln über Handelsabkommen und dann Hilfe bei der Wirtschaftspolitik, dort Hilfe beim Aufbau staatlicher Institutionen. Also das wichtigste Ziel muss sein, dass dort erstens Vollbeschäftigung herrscht und dass dort zweitens eine ausgeglichene Leistungsbilanz herrscht. Das sind die zwei wichtigsten wirtschaftlichen Ziele. Wenn die erreicht und die Währung wird, muss gekoppelt sein. Irgendwo. Dann wird es da keine große wirtschaftliche Abwanderung geben und dann werden diese Länder, wenn sie Flüchtlinge aufnehmen müssen, wenn weiter südlich Krisen sind, dann werden sie das auch sehr viel leichter bewerkstelligen können, ohne dass sie die dann in die EU weiterleiten müssen. Das heißt, allein aus Eigeninteresse wäre das das Sinnvollste, was wir machen können, dass wir mit diesen Ländern Abkommen schließen und mit denen zu einem neuen Modus Vivendi kommen. Und das Ganze dann quasi einfach so wie so ein Teppich nach außen immer weiter ausbreiten. Ja, und halt willige Länder, aber die Länder, die um die EU herumliegen, also die nordafrikanischen Staaten, Libanon, Syrien, die sind, aber also Syrien ist komplett zerstört dank des Krieges, aber die sind ja eigentlich, das sind ja wesentlich weiterentwickelte Staaten, als du in Afrika hast. Das heißt, da könntest du das erstmal versuchen und wenn es gut funktioniert, könntest du sagen, so, in Afrika, die Staaten, die hier bereit sind, das sollte natürlich alles auf Freiwilligkeit basieren. Wir haben hier einen Vertrag, der sieht so aus. Ihr müsst die staatlichen Reformen machen, überhaupt die staatlichen Strukturen, damit ihr überhaupt die notwendige Wirtschaftspolitik betreiben könnt. Im Gegenzug garantieren wir euch stabile Wechselkurse und Finanzhilfe in Krisenzeiten. Also dass die internationalen Finanzmärkte, ne? Ja, dass die internationalen Finanzmärkte nicht sagen können, so, ihr zahlt jetzt mal 20% auf eure Dollaranleihen, sondern man sollte die Verhältnisse so gestalten, dass diese Länder gar keine Schulden in US-Dollar haben. Das sollte das Ziel sein. Dass damit der Dollar keinen Einfluss drauf haben kann, ja, und die dass diese Länder über ihr eigenes Schicksal entscheiden können. Die sollten auch keine Schulden in Euro haben. Die sollten über ihre nationale Währung verfügen können. Und natürlich wird es da einen gewissen Anteil in Fremdwährungsschulden geben, aber dem sollte ein entsprechend hohes Vermögen im Ausland gegenüberstehen. Und dafür braucht man halt mindestens eine ausgeglichene Leistungsbilanz, wenn nicht leichte Leistungsbilanzüberschüsse. Das sollte das Ziel sein. Erstmal
mindestens eine ausgeglichene Leistungsbilanz und Vollbeschäftigung. Das sollte das oberste Ziel sein, wenn man mit diesen Ländern Abkommen schließt, wenn man da dafür sorgen will, dass sie eine nachhaltige Wirtschaftspolitik machen. Verstehe. Ich meine, du könntest ja auch sowieso argumentieren, okay, wir haben dieses Pilotprojekt schon gestartet, jetzt in Ländern wie Libyen, wie Syrien oder sonst wo, nahe an der Eurozone, da hat es super gut funktioniert. Wir haben diese Voraussetzungen an euch, ne? Wenn ihr die liefern könnt, dann machen wir das gleich wie in diesen Ländern. Schaut euch an, so ist es gelaufen. Ist jetzt stabil nach, keine Ahnung, 5 Jahren, nach 10 Jahren. Übrigens, danke dir einmal für den Raid, ne? Ja, ich weiß nicht mehr, wie lange wir noch diskutieren. Da habe ich gleich alle zu dir rüber geradet. Das ist super lieb. Da hat noch keiner reingeschrieben. Wir machen mal ganz entspannt hier. Na, können wir ja mal gucken, je nachdem, wie lange wir noch Bock haben. Es ist halt für mich immer super schwer, als Laie gegen so, sag ich mal, eugenische Argumentationsstrukturen gegenzuhalten, ne? Da irgendwie zu beweisen, dass es quasi nicht an den Personen per se liegt, sondern an der Wirtschaftspolitik. Ich komme aus der Raid, Grüße vom AGI, Hashtag AGI-Army. Ja, eben, du warst schon vorher da, lüg nicht rum. Wie gesagt, dafür müsstest du dich aber komplett vom Neoliberalismus lösen. Du müsstest nicht sagen, okay, wir geben euch hier Hilfe und dafür macht ihr dann die und die Wirtschaftspolitik. Wie die Länder das dann genau machen, das kann uns egal sein. Können hier sozialistische Staatswirtschaft machen und dadurch sich eine wettbewerbsfähige Industrie aufbauen, wenn sie es können, wenn sie es hinkriegen. Oder die können komplett sagen, der Staat hält sich raus, macht laissez-faire, aber er sorgt halt durch eine gute Konjunkturpolitik dadurch, dass der Privatsektor floriert. Wie die Länder das dann, also wahrscheinlich würde irgendwas dazwischen, also ein intervenierender Staat, der eine aktive Industriepolitik macht, der, also was wir hier in Europa in den 50er bis in die 70er hatten, was man in Japan lange Zeit hatte, also das wäre wahrscheinlich die erfolgversprechendste Strategie, das hat ja auch in China so gut funktioniert, aber das sollten wir gar nicht entscheiden, das sollten die jeweiligen Länder entscheiden, du kannst ja auch in bestimmten, also das sind in Afrika häufig viel Völkerstaaten, da braucht die eine Region vielleicht eine völlig andere Wirtschaftspolitik als die andere Region, das sollten wir nicht entscheiden, sondern wir sollten erstmal sagen, wir sorgen dafür, dass euer Wechselkurs stabil bleibt, dass eure Außenhandelsbedingungen stabil werden, dass ihr mit dem Rest der Welt vernünftig Handel treiben könnt, dass Unternehmen bei euch Planungssicherheit dadurch haben. Denn wenn der Wechselkurs sich heute halbiert, dann morgen wieder verdoppelt, dann kann kein Unternehmen planen. Dann investiert da kein Unternehmen. So können die so ist die Grundlage dafür geschaffen, dass die Länder stabile Zinspolitik machen können, dass sie sich ein eigenes Bankensystem aufbauen können, dass Kredite zu niedrigen oder zumindest zu stabilen Zinsen vergeben kann. Dann können die sich auch eine eigene Wirtschaft aufbauen. Wie gesagt, all diese Dinge, die man in China hatte, die China von selbst hergestellt hat, das kann man von außen unterstützen, aber dafür muss man sich von diesen ganzen Dogmen des Neoliberalismus lösen. Es braucht keine freien Devisenmärkte. Ganz im Gegenteil, die Devisenmärkte müssen eingehegt werden. Es braucht keine unabhängige Notenbank. Und es braucht auch keinen fahrenden Staat oder so, sondern es braucht einen Staat, der dafür sorgt, dass die Wirtschaft stark wächst. Und wenn der Privatsektor nicht investieren will, dann muss das halt der Staat machen. Also man muss sich von dieser Ideologie lösen, man muss wirklich pragmatisch schauen, was braucht die Wirtschaft, um sich entwickeln zu können und nicht wie können wir irgendwie, keine Ahnung, die Staatsdefizit senken oder die Inflation senken. Also wie kann die Zentralbank die Inflation senken? Das ist ja sowieso eine bescheuertste Idee, wenn die Zentralbank dann die Zinsen auf über 100% hochhaut, wie das häufig genug der Fall war. Was passiert dann die Wirtschaft? Auf wie viel? Hat man in vielen Schwellenländern macht man das immer wieder. Also in Argentinien, da hat die Zentralbank auf Anleitung des IWFs in den letzten Jahren die Zinsen auf über 100% hochgeknüppelt. Mit was für einer Begründung? Du machst Inflation doch das Land damit kaputt. Über 200%. Jetzt mittlerweile. Also es hat nicht mehr Erfolg gehabt. Also es ist eine absolute Katastrophe. Aber man hat halt diese Ideologie, hohe Zinsen, die senken die Inflation. Wie gesagt, der Wirkungskanal mag existieren, aber es ist erstmal nicht so einfach. Und zweitens, wenn du dann die Inflation runtergeprügelt hast, aber dann deine Wirtschaftsleistung sich halbiert hat, was bringt dir das? Also die ganzen afrikanischen Staaten, die in dieser CFA-Frauenzone sind, die haben alle eine niedrige Inflation. Natürlich, weil ihre Währung an Euro gekoppelt ist. Im Euroraum ist eine niedrige Inflation, also haben die Staaten dann natürlich auch eine niedrige Inflation. Die haben sie sich dann importiert. Aber wenn der Wechselkurs so stark ist, dass sie keine wettbewerbsfähige Wirtschaft haben, wenn sie dann riesige Leistungsbilanzdefizite haben, dann würde ihnen eine eigene Währung mit etwas höherer Inflation, mit Abwertung gegenüber dem Euro, viel, viel besser tun. Also niedrige Inflation ist kein Selbstzweck. Niedrige Inflation ist gut, weil du damit besser planen kannst, weil eine hohe Inflation stärker schwankt und damit die Konsumentenunternehmen keine Planungssicherheit haben, die in fremde Währung getrieben werden. Aber eine niedrige Inflation, die zu einem kompletten Siegtum führt, die ist noch viel schädlicher als eine hohe Inflation, die mit Entwicklung einhergeht. Verstehe.
Super, super interessant. Also das ist auf jeden Fall ein sehr viel komplexerer Sachverhalt, als jetzt irgendwelche populistischen Talking Points da in ein, zwei Sätzen zusammenfassen könnten. Da müsste vor allem auch sehr viel mehr Aufwand betreiben, um diesen Ländern zu helfen. Ne? Wenn du schon sagst, die neoliberalistischen Grundgedanken dahinter, also, der Neoliberalismus muss ja weg. Ach so, ja, aber es ist für uns kein wirtschaftlicher Aufwand, den Wechselkurs zu stabilisieren. Das kostet ja, nur ein ideologischer. Nur ein ideologischer. Ach so, ein ideologischer Aufwand, das definitiv. Ja, aber es ist, wie gesagt, diese Idee, wir können da Geld drüber überweisen und dann entwickelt sich da was, die ist sowieso sehr naiv. Also die scheinen ja manche zu haben und dafür dient Entwicklungshilfe gar nicht. Entwicklungshilfe, das sind, wie gesagt, Bestechungsgelder, das ist, um die dortige Elite auf Linie zu halten, das ist da, um unsere eigenen Konzerne zu fördern, das wird meistens sowieso nicht dazu genutzt, dass sich da was entwickelt. Da ist Chinas Ansatz, also wir geben den Ländern Kredite und dann bauen sie sich Infrastruktur viel, viel besser. Also das... Mhm. Also, aber... Der chinesische Ansatz, der greift auch viel zu kurz. Wenn man zumindest wollte, dass die Länder eigene Wirtschaften aufbauen, und ich hatte ja schon erklärt, wenn wir dieses Flüchtlingsproblem lösen wollen, wenn wir eine starke Außenwirtschaft haben wollen, also davon profitieren wir auch selber, wenn der Handel mit den Ländern Nordafrikas blühen würde. Also das wäre ja für uns auch gut. Also Handel zum gegenseitigen Vorteil, das wäre mein Angebot. Gar nicht, wir helfen denen jetzt, sondern wir machen eine Politik, die am Ende auch uns selbst hilft. Ja, also Erwin spricht da immer von Wettbewerb statt Konkurrenz. Ne? Wäre, denke ich mal, in dem Fall auch sinnvoll, dass man einfach versucht zu kooperieren, ne? Anstatt zu konkurrieren und sich gegenseitig auszustechen mit solchen Sachen. Ja, und das ist ja auch keine gute Strategie. Also Frankreich ist ja da zu Recht so verhasst, weil es diese Länder ökonomisch so ausplündert. Also wenn Frankreich sich so verhalten hätte wie China und diesen Ländern einfach Kredite gegeben hätte, sich nicht in die inneren Angelegenheiten eingemischt hätte und die Infrastruktur da bezahlt hätte, dann hätte Frankreich durch die Kredite wahrscheinlich auch Gewinne gemacht, hätte da sogar einen gewissen Einfluss gehabt. Aber es wäre jetzt nicht so das verhasste Kolonialregime, was alle sofort loswerden wollen. Ja, man muss ja irgendwie größere Profite gewittert haben in der aktuellen Strategie. Ne? Kurzfristig ja, aber langfristig ist es besser, wenn man gute Beziehungen mit den dortigen Ländern hat und nicht, wenn man, deswegen ist Russland auch so gut gelitten, weil die Sowjetunion eben nie so eine Kolonialmacht war. Zumindest nicht in Afrika. Verstehe. Ich kenne mich jetzt nicht mit dem Einfluss der Sowjetunion auf Afrika aus. Die hat sich da immer antiimperialistisch positioniert, auf Seiten von Befreiungsbewegungen, auf Seiten von linksnationalistischen Regierungen. Während die USA, die anfangs auch keinen schlechten Ruf hatten, dass sie ja auch für die Unabhängigkeit der Kolonien waren, dadurch, dass sie sich immer zuverlässig auf die Seite der schlimmsten und übelsten Diktatoren gestellt haben und dabei mitgeholfen haben, diese mit an die Macht zu bringen, sich ihren Ruf auch mehr oder weniger verspielt haben. Und die ehemaligen Kolonialmächte wie Frankreich, die sowieso. Ich frage mich halt, warum Amerika das macht. Ich meine, wie gesagt, wahrscheinlich wieder kurzfristiger Profit, ne? Und Kampf gegen den Kommunismus. Also es war ja Gefahr, dass die zur Sowjetunion überlaufen und dann lieber gleich stabilen rechten Diktator, der da das Land unter Kontrolle hält und dann noch das tut, was der IWF sagt. Das wäre ja furchtbar, also, wenn der ideologische Feind irgendeine Macht gewinnen würde. Also sich über Korruption in Afrika zu beschweren und dann jahrzehntelang so jemand wie Mobutu zu unterstützen, also einen der korruptesten Diktatoren Afrikas, und da mitzuhelfen, den an die Macht zu bringen. Also es war ja nach dem im Kongo von 1960 bis 1965 Bürgerkrieg geherrscht hat, der Diktator bis 1997. Und der wurde vom Westen immer unterstützt, denn er war strammer Antikommunist und er hat das gemacht, was internationale Finanzinvestoren wollten. Aber währenddessen seine eigene Wirtschaft zugrunde gerichtet. Also der Kongo, der ist unter ihm noch weiter abgestürzt. Verstehe. Es scheint immer so zu sein, dass der Neoliberalismus oder der Kapitalismus einfach versucht, ohne Empathie die Länder auszubluten und eine Machtposition herzustellen. So fühlt sich das zumindest für mich an. Allein wenn wir jetzt über die Rohstoffausbeutung im Niger sprechen, Gold und Mineralien und so weiter. Ne? Was heißt Empathie? Also wir Europäer, wenn wir jetzt hier Europa als eigenen Großraum hätten, haben wir ja noch nicht mehr, also Europa ist ja mehr oder weniger in amerikanischen, russischen Großraum gespalten, aber wenn wir wirklich eigene Politik machen wollten, dann hätten wir durchaus ein Interesse daran, dass wir gegenüber anderen Großräumen jetzt keine feindliche Position einnehmen, sondern einfach ökonomisch in einer starken Position bleiben, um global unsere eigenen Vorstellungen mit einbringen zu können. Also ökonomische Stärke ist letztlich auch politische Stärke. Und gerade dann wäre es erstmal von Vorteil, dass uns arme Länder in Afrika nicht feindlich gesonnen sind, sondern ganz im Gegenteil, dass wir gute Beziehungen hätten und dass wir zweitens ein florierendes Umland hätten. Also dass die Länder in Nordafrika und im arabischen Raum uns auch nicht feindlich gesonnen sind, sondern ganz im Gegenteil, dass da die Wirtschaft gut wächst, dass
davon wiederum wir selbst profitieren, dass wir dann uns auch dadurch internationalen Einfluss sichern. Also es ist in unserem eigenen Interesse, man kann es nicht häufig genug sagen, dass wir ja mit diesen Ländern gute Beziehungen haben und entsprechend auch, dass wir ein Interesse an deren Wohlergehen haben. Ich verstehe nicht, warum das nicht gemacht wird. Aber das heißt, ich verstehe es nicht. Ich kann es mir vorstellen, dass es halt einfach Machtinteressen sind. So, wir wollen mehr Macht haben als die, weil wir in der rechten Welt leben. So. Nicht mal wir. Europa macht ja nicht mal eine eigenständige Außenpolitik. Es ist ja ein einziges Trauerspiel. Also. Hickey schreibt es auch gerade. Wir profitieren noch gar nicht von der Wirtschaft. Die Wirtschaft gibt das doch gar nicht an die Bevölkerung weiter. Nee, gewiss nicht. Also davon profitiert nur eine kleine Machtelite und die sitzt gar nicht mal, also ja, natürlich auch teilweise hier in Europa, in Westeuropa, aber hauptsächlich in den USA. Ich bin da gar nicht mal so tief drin, wer das dann genau alles ist, ne? Aber so Leute wie Warren Buffett wahrscheinlich, Leute, die bei BlackRock Investoren sind, kann ich mir gut vorstellen. Ja, das Finanzkapital auf jeden Fall. Also wenn du, das machen ja auch viele afrikanische Länder, die setzen die Zinsen nach oben, viel zu stark für die Wirtschaft, du ruinierst damit deine Binnenwirtschaft. Aber weißt du, wer davon profitiert? Carry Trader, die auf diese Währungen gehen, die Währungen damit aufwerten, damit die Wirtschaft dort noch weiter ruinieren, aber fette Zinsgewinne einfahren können. Also es ist, hatte ich auch schon häufiger erwähnt, es ist ein einziges Trauerspiel und ja, das Finanzkapital, das ist da auf jeden Fall dabei. Es ist Wahnsinn, ey. Ich hoffe, dass sich da irgendwas nochmal ändern wird, ne? Ich meine, wir zwei können da jetzt auch nur in unserem begrenzten Ausmaß irgendwie was dagegen tun, so, ne? Geostrategisch, also wenn jetzt wirklich aus Sicht Europas, wie gesagt, ist meiner Meinung nach nicht so schlau, aber aus Sicht der USA, wenn du jetzt wirklich diese Full-Spectrum-Dominance hast, dann hast du natürlich kein Interesse daran, dass irgendwo ein konkurrenzfähiger Wirtschaftsraum entsteht. Wenn dann in Argentinien die Wirtschaft vor sich hinkrepelt, dann ist und die Argentinien quasi unter der Regie des IWF steht und keine eigenständige Politik mehr machen kann, dann ist das aus geostrategischer Sicht für dich sehr gut. Politisch instabile Staaten, die lassen sich leichter kontrollieren. Und ja, wie gesagt, aus europäischer Sicht ist das gar nicht mehr so gut, weil in Europa werden gar nicht mehr die geostrategisch wichtigen Entscheidungen gefällt. Also das muss man dann dazu sehen. Ich meine, es fühlt sich auch so an, als wären wir irgendwie so mittendrin, aber nicht dabei. Weil die ganzen Entscheidungen jetzt auch bezüglich Ukraine und so weiter, die hängen ja auch alle von der USA ab. Ja, Putin hat auch schon gesagt, er verhandelt nicht, also mit irgendwelchen Akteuren aus der Europäischen Union, da gäbe es nicht mehr zu verhandeln, mit Kiew auch nicht, also er verhandelt nur noch mit Washington. Okay. Also, ist eine realistische Einschätzung. Die Großen her. Ja, verstehe. Kann es sein, dass Amerika einfach auch ein bisschen Angst hat, die Machtposition in der Welt zu verlieren, jetzt wo China und Indien so hochgehen? Definitiv. Und deswegen ist es ja so schlecht, dass sie in der dritten Welt so unbeliebt sind. Weil die dritte Welt, da hat China schon investiert vor vielen Jahren. Ja, und die USA, die haben diese ganzen IWF-Programme mit unterstützt. Die haben in vielen Ländern Militäreinsätze gestartet. Die sind extremst unbeliebt. Und das ist da jetzt eine Alternative zum IWF. Also China gibt da ja jetzt keine altruistischen Hilfen drauf, sondern wie gesagt, China gibt den Ländern Kredite und sagt einfach nur, zahlt die zurück. Also das ist das Einzige, was China sagt, das ist jetzt ja keine Hilfe in dem Sinne, aber es ist viel, viel besser als alles, was der Westen bzw. der IWF vorher zu bieten hatte. Ja, absolut. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich weine denen keine Träne nach, wenn die ihre Machtposition in der Welt verlieren. Ich weiß nicht, ob ich es zu meinen Lebzeiten noch erleben werde, ne? Weiß jetzt nicht, wie schnell das geht, aber ich weine denen keine Träne nach. Die Frage, die ich mir noch stelle, ist, man redet ja immer davon, wenn ein Tier in die Ecke gedrängt ist, packt sie Klauen aus, ne? Dann handelt es in der Regel aggressiver als, sag ich mal, in einem normalen Kampf, ne? Wenn jetzt Amerika mit dem Rücken zur Wand steht oder Russland mit dem Rücken zur Wand steht, ob das vielleicht noch ein bisschen schwierig werden könnte, gesamtgeopolitisch. Wenn Amerika seine Machtposition verlieren sollte oder es droht, weil, keine Ahnung, der Dollar zum Beispiel einbricht, ne? Ist ja, wenn ich es jetzt richtig noch im Kopf habe, verliert der Dollar momentan auch ziemlich an Kraft, ne? Ob dann vielleicht auch nochmal der Amerika sich aufbäumen könnte, vielleicht sogar unter Trump, ne? Weil der wird ja wiedergewählt werden, 100%. Was heißt aufbäumen? Es geht jetzt erstmal darum, China niederzuhalten. Ist es noch möglich, deiner Meinung nach? Friedlich nicht. Und auch nicht nur mit Wirtschaftskrieg wahrscheinlich auch nicht. Aber es kommt darauf an, wie sich andere BRICS-Staaten verhalten, wie stabil die. Also wenn es wirklich so einen globalen Wirtschaftskrieg gäbe und die USA sagen so,
Ihr, alle Unternehmen der Welt, ihr unterscheidet euch entweder der amerikanische oder der chinesische Markt, beziehungsweise wir Europäer, wir würden dann natürlich doof hinterher trotten und dann sagen, so, wir beteiligen uns an einer Wirtschaftssanktion gegen China. Wenn das passiert, dann kommt es stark darauf an, wie sich die BRICS verhält. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass sich viele Länder so eine Kampfansage der USA nicht gefallen lassen würden. Also, wie gesagt, das, ich hoffe ja nicht, dass wir noch einen militärischen Konflikt erleben, aber... Ja, hoffe ich auch nicht. Hoffe ich auch definitiv nicht. Die Zukunft ist offen. Das kann man nur sagen. China ist aktuell in der stärkeren Position, rein wirtschaftlich gesehen. Und wenn es zu keiner großen Eskalation kommt, dann verbessert sich die chinesische Position mit jedem Jahr. Okay. Ich bin sehr gespannt, wo uns die Reise dann noch hinführen wird. Ne? Ich werde es auf jeden Fall alles sehr, sehr nah beobachten in meinem Kosmos. Ich meine, du wirst immer tiefer drin sein, weil ich glaube, ich habe so das Gefühl, du hängst den ganzen Tag da drin im Kopf, ne? Fast schon bis zum Bauchnabel im Rabbit Hole, ne? Ich habe jetzt mal angefangen, mal wieder Krimis zu lesen und nicht immer nur irgendwas Politisches. Hey. Ich habe jetzt Manufacturing Constant mal unterbrochen. Und meinst du, es hat für die Psyche positive Auswirkungen? Das ist auf jeden Fall spannender zu lesen. Also wenn du mal so eine Unterhaltungsgeschichte liest, im Gegensatz zu sowas eher trockenem. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, das ist ja auch so ein Phänomen, dass man sagt, Digga, mach einfach mal Twitter aus. Ne, es ist, ja, Twitter bin ich sowieso gut. Nicht so häufig. Also da kündige ich Sachen an. Stimmt. Likes meine Posts. Ja, aber auch nicht so viel. Ich bin da tatsächlich auch gar nicht mal so viel. Ich habe einfach gemerkt, du, wenn ich zu viel auf Twitter hänge, dann werde ich einfach nur sauer. Das macht einfach nur wütend. Ja, du kriegst manchmal interessante Neuigkeiten relativ früh. Also schneller, als du Medien bekommst. Oder andere Sachen, weil du auch bestimmten Leuten folgst. Beziehungsweise für die Reaktion hier lustige Clips. Aber seitdem ich bei YouTube gestrikt wurde, habe ich dieses kurze Videos machen irgendwie aufgegeben, weil es nervig ist, das dann auch noch auf Rumble und Odyssee hochzuladen auf YouTube. Da weiß ich, wenn ich da einen kurzen Clip von Dekadent nehme, dann schauen sich das 200.000 Leute an. Das lohnt sich dann. Mal kurz zu sagen, guck mal, was Karl wieder gesagt hat, aber auf Rumble, da kriegt das keiner mit. Du brauchst darauf auch dann nicht zu reagieren. Da stellst du dann die längeren Sachen hoch, die, also so ein Talk zwischen uns beiden beispielsweise, der dann auch noch in einem Jahr, den man sich dann auch noch in einem Jahr angucken kann, aber so, ja, solche kurzen Ausschnitte, solche kurzen Reaktionen, die braucht man für Rumble, wo dann drei Leute das sehen, nicht zu machen. Das stimmt wohl, ja. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wo bei uns beiden die Reise hingeht. Ich meine, du bist noch relativ jung im Streaming. Also bei mir kann ich es mir sehr gut vorstellen, weil ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht so mit dir talk oder mit Lexi talk, ich habe schon ein ziemlich breites Maul, ne? Also ich sage schon eher, was ich denke, auch in der bäuerlichen Umgangssprache, sage ich mal. Das kann schon passieren, dass da im, sag ich mal, humorbeschränkten Online-Umfeld da dem einen oder anderen mal der Meldefinger ausrutschen wird. Das kann sein. Kann sein, dass ich wie Erwin demonetarisiert werde, wenn ich zu sehr gegen manche Fraktionen schieße. Ne, bei dir kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, weil du ja auch sehr direkt bist. Ne? Also du hast ja auch zum Beispiel das Verhalten von Neitern faschistoid genannt. Fruity hat sich dafür entschuldigt. Nein, habe ich nicht mal. Nicht. Was war das dann? Irgendwas hast du auch faschistoid genannt. Entschuldigung, mein Fehler. Das hat mir Neitern vorgeworfen, aber das habe ich in der Form tatsächlich nie gesagt. Aber ich finde den Vorwurf durchaus legitim, das habe ich gesagt. Ja, ich würde mich dem Vorwurf auch anschließen. Also ich sag's mal so, wie Outlaw auch gerade, Outlaw ist auch gerade bei mir eine schön noch ein bisschen Kontaktschuld schippenweise auf den Laster laden. Immer ehrlich bleiben. Das bin ich halt, ich rede halt, was ich denke. Dementsprechend kann ich mir schon gut vorstellen, dass ich gesperrt werde. Falls ich nicht gesperrt werde oder falls wir beide nicht gesperrt werden, da bin ich mal gespannt, ob wir dann in einem Jahr, also wir werden wahrscheinlich noch öfter reden, aber in einem Jahr nochmal auf das Thema zurückblicken. Schreib mich einfach an, wenn du irgendwas Aktuelles hast. Ich mag es, mit dir zu reden. Es ist, jetzt würde man, also, keine Ahnung, ich habe mit meinem Vater früher solche Gespräche geführt, der hat einen ungefähr ähnlichen Sachverstand. Ja, und das ist ein schöner Ausgleich, das mal wieder zu haben, sage ich mal. Mal weg von der ganzen leichten Geschichte, sondern mal ein bisschen Input ins Gehirn. Ja, was denn? Hier waren 65 Leute, die es nicht kapiert haben. Also, dann schwierig. Danke dir, da deswegen auch mal ein kurzer Lacher, aber Import vorhin noch geschrieben. Ich finde die Aussagen in diesem Stream nicht nur unangemessen, sondern auch kriminell. Was? Dann meld mich doch. Ach, schön. Nee. War heute tatsächlich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ne? Es hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Ne? Wir haben, glaube ich, alle Themen abgearbeitet bekommen. Ne? Sehr, sehr schön.
Ne? Wir werden fürs nächste Mal, denke ich, auch wieder eine Vielzahl an Themen finden. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, Rosa. Es war mir